Die Fans gucken nur Wertklicks. Aber Jungs, das ist alles gekauft. Und so machen die das ja die ganze Zeit. Auch das Shindy-Thema. Ich habe die Aussage gelesen bei Arafat im Café. Ich habe das gelesen, 20 Seiten. Ich bin der größte Hurensohn, wenn ich eine Silbe lüge gerade. Das entwickelt sich jetzt hier gerade zu einem Interview. Eigentlich wollten wir hier nur ein Reaction-Video machen. Ja. Shirin David ist eine, die hat es begriffen. Die hat eigenen Flow, eigenen Wortwitz, hat keine Lines gebeitet. Nur weil sie jetzt auch Levels bringt, sagen Leute, es ist wie Nicki Minaj. Nein, die bringen auch nur Levels. Oder die kann auch nur einen dicken Arsch haben, ein bisschen normale Titten, ist auch nicht schlimm. Was? Safe. Denke ich nicht drin, der Homo. Anders das, was gesagt, die Mainstream-Medien uns erzählen, glaube ich nicht. Die Erde ist eine Scheibe. Let me see you go. Let me see you come. Now let me see you go. So nice, oder? Ja, geil. Ja, so ein Kopfhörer, so einen Kopfhörer machen, Alter? Nein. Ohne? Klar, Mann. Echt? Ja. Was ist für Kacke? Sound muss ich mit Handy machen, ja, warte mal. Ja, Sachen muss ich mit Handy. Das ist jetzt nicht Ghetto hier, Alter. Aber das ist auch mal geil, Alter. Du meinst den Vocal Sound für die Dings? Für uns hier, für... Das ist doch voll gute Qualität. Ja, ja, ich weiß. Aber normalerweise, du weißt doch. Ich habe Coverfotos mit iPhone gemacht. Die letzten Coverfotos habe ich mit iPhone gemacht. Echt, ne? Simon. Ja. Yo, ich geh. Ja, aber geil, wenn ich denen einfach den Link schicke und die das freigeben, wer am geilsten, Alter. Ja. Ja, Mann. Ey, was geht ab, Freunde, Alter? Wir sind hier im schönen ländlichen Viertel in Berlin, Alter. Hast du mich gerade geweckt? Ja, echt, ne? Ja. Ist gerade aufgestanden? Ja, auf jeden Fall. Erstmal hallo, Alter. Wie geht's? Alles wie geht's dir? Ja, alles gut? Bei dir? Muss doch. Lange wach gewesen, Alter. Ja? Ja, Album ist jetzt abgegeben seit gestern. Seit gestern? Seit vorgestern. Ich habe gestern noch einen Song gemacht mit Farid Bang und Play. Für das Play-Album sind wir zu dritt drauf, haben wir eine geile Single gemacht. Ach krass, echt, ja? Nice. Das kam auch jetzt noch mit rein und so. Ja. Ich bin froh. Aber bis zur letzten Sekunde gearbeitet quasi, oder? Immer. Immer. Ich bin auf jeden Fall mit dem Album, ich habe noch nie so lange an einem Album gearbeitet. Und gerade jetzt in dem Zeitalter, wo die alle mit ihren Singles kommen bei Spotify und so, wollte ich einfach mal so ein richtiges Album wieder machen, weißt du? Ja, ja. Wo du einfach von vorne bis hinten durchhören kannst. Alles klingt schön, aus einem Vibe so. Das war mir super wichtig so und ich glaube, ich habe es gepackt, Alter. Bist du zufrieden mit dem Endprodukt, ja? Ja, ja, endkrass. Also es ist auf jeden Fall schwer gewesen, weil man wollte ja irgendwie immer diesen alten Carlo Cooks Nutten Sample Vibe mit neuen Drums. Bisschen, ne? ja. Und die Singles, die wir ausgekoppelt haben, muss ich ehrlich sagen, sind jetzt auch nicht so die Songs, die das Album so jetzt sehr, sehr gut beschreiben. Also dieser Boy war sehr, sehr Banger-mäßig. Kein Die Mich ging schon so ein bisschen in die Richtung, aber war dann auch wieder ein Thema. Aber so dieses Straight Straßenrap mit Sample und so, da gibt es sehr, sehr viele auf dem Album. Also ich hab da noch voll viele, zum Beispiel wenn ich jetzt die nächste Single auswähle, so, ich kann dir gerade gar nicht sagen, welchen Song ich nehmen will, weil ich echt 3-4 Dinger habe, wo ich sage, boah, da könnten viele Songs noch Singles sein. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt den Leuten zeigen will, wie das Album jetzt wirklich klingt oder ob ich mir wieder so einen Song rauspicke, wo ich denke, boah, der hat Single-Potenzial. Okay. Weißt du so? Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, welche Single würde jetzt so am ehesten den Vibe catchen vom Album? Könntest du da was sagen? Oder sind die alle relativ einfach auf Single rausgepickt und nicht auf, ey, ich zeige euch jetzt mal, wie das Album klingt so? Also wenn ich wirklich zeigen wollen würde, wie damals haben wir auch dann einfach den Song genommen, der so am besten so viel Straße und dunkel und düster und so. Die ersten drei Songs auf dem Album sind Songs, die kennt ja noch keiner, und der vierte Song ist dann dieser Boy. Das heißt, es baut schon so langsam auf. Der erste Song ist voll klassisch, ist so voll Straße. Der zweite immer noch so ein bisschen, aber hat schon ein bisschen mehr Bounce. Der dritte ist dann voll Bounce und dann kommt bam, dieser Boy ist ja voll der Banger. Wenn du den live hörst, boom, da kommt der richtige... Ja, ist ja Clubsong auch. Ja, ja, kommt voll die Welle entgegen so. Und eigentlich müsste ich jetzt einen von diesen ersten drei Songs nehmen. Weißt du, damit es so... so ein Gefühl dafür kriegt. Genau. Und ich habe aber so einen Song gemacht mit Moseno, der heißt Drip, und der ist so ein bisschen wieder auch Sample, aber der ist vom Thema so über Frauen und um wieder ein bisschen lustig und wieder ein bisschen selbst verarschen so. Also einer, der bei Spotify wahrscheinlich und in die Playlisten mehr knallen würde dann, ne? Auch, ja, der mehr Leute anspricht wahrscheinlich, ja, als ja. Jetzt nur dieses, ey, okay, ich feier Flair jetzt für dieses gerade guckst unten Ding so. Ja. Deswegen ist gerade so ein bisschen Zwiespalt, aber ich glaube, ich werde einfach noch mehrere Singles rausbauen. Ja, voll. War das schwer, so den Kompromiss zu finden, so zwischen
aktuellen Zeitgeist, wie du schon gesagt hast, aktuellen Zeitgeist, so dass es viele Leute anspricht, vielleicht auch jüngere Leute, und trotzdem diesen alten CCN-Straßen-Vibe so mit reinzubringen, weißt du? Hast du da viel Nerven reingesteckt? Weil du halt immer wieder, du kannst halt ganz leicht immer abdriften. Ist aber immer so bei Musik. Du kannst halt, du merkst dann, okay, du hast jetzt voll den geilen Beat so. Ja, der ist gut, der Beat, aber ey, der ist nicht der Film. Okay. So, und dann musst du halt auch ein bisschen so, wie sagt man, diszipliniert sein und sagen, okay, ey, den hebe ich mir auf oder den gebe ich jetzt einem Kollegen von mir oder so, weißt du? Ich bleib jetzt im Film. Ich muss straight, ja. Und wir haben auch Songs 5-6 Mal neu produziert. Also die Raps waren geil, die Drums waren geil und so. Und das Thema war das richtige Thema, aber vom Sample her war das einfach nicht das Richtige so. Und da haben wir wirklich noch eine Woche bevor Abgabe habe ich nochmal Track 3 nochmal neu gemacht. Ich habe so einen Song, der heißt Key, Let's Go. Da rap ich so, kennst du noch von, wie heißt die Tante? Die hat so einen Song gemacht, Schlüsselkind. Nee, Digga, sagt mir nichts. Cora E. Cora E. Kenn ich noch. Die hat mal irgendwann in den 90ern, hat die so diese Line genommen, Schlüsselkind heißt das so, du bist nach Hause gekommen und musstest selber die Tür aufschließen, weil keine Eltern da sind. Ah. Daher kommt dieser Spruch, Schlüsselkind. Ah, okay. Und ich fand die Idee von ihr immer krass, aber die haben es halt damals so behindert gerappt. Du weißt doch so dieses so, hey yo und ey. Und, so, 90er. Und, 90er, ja. Und ich fand die Idee halt geil, dass ich halt sage, okay, sozusagen Keyless Go, also Keyless Go ist ja dieses... Fahren ohne Schlüssel, ne? Fahren ohne Schlüssel, aber du kannst den Wagen auch aufmachen. Tuk, tuk. Ja. So, und ich benutze halt dann sozusagen die Metapher dafür, dass ich sage, heute wird der Wagen entriegelt, Key, let's go. Tuk, tuk. Und dann habe ich auch den Sound richtig so in den Beat reingemacht, wie man so ein Auto öffnet und so. Und es wurde dann ganz schnell so ein Ami-Banger, so, ja. Okay, krass. So, und dann habe ich wirklich noch bis zur letzten Sekunde überlegt und so. Und dann haben soll wir ich, das, nicht, so? Das zu, dann haben wir es aber nochmal geändert und jetzt ist es halt wirklich so, trotzdem dieses Piepen von dem Schlüssel ist noch drin, aber halt mehr so auf Straße und so. Okay, also bist du dann extra nochmal in eine andere Richtung gelenkt, ja, so, damit es auf dem Album drauf passt. Ja, oder? Damit es auf Track 3 passt, weil es hätte gerade bei Track 3, weißt du, du kommst rein, 1, 2, 3 wird voll anders. Weißt du, so, und es war auf jeden Fall krass Therapie und am Ende vom Album sozusagen wird es dann auch ein bisschen lockerer, also geht es nochmal in ein paar andere Richtungen. Ich hatte einen Song mit Wesley Arms, die haben so einen Song gemacht, Legendary. Es war so ein richtiger Hit, so ein Welthit, könnte man fast Wesley sagen. Wesley Arms, was ist das? Wesley Arms ist so eine Rockgruppe. Okay. Und die haben so, kannst du mal nachher gucken, Legendary. So eine, wenn du den Song hörst, du weißt sofort. Ist so eine richtige Hitsingle gewesen. Mhm. Also jetzt nicht so YouTube-mäßig erfolgreich, aber hat schon ein paar Ländern richtig abgerissen. So. Okay. Und ich habe den Song sozusagen gesampelt und wir konnten den Song dann auch klären, dachten wir. Und dann haben die sozusagen in letzter Minute abgesagt, so haben gesagt, nee, ist uns doch zu krass mit Rap und so. Und dann habe ich den auch nochmal auf einem Gangster-Carlo-Beat gerappt und kam dann aber trotzdem auch, also Gott sei Dank kam es dann noch mehr besser, weil es dann auch wieder in diesem Vibe drin war. Mhm. Das heißt, egal, was du eigentlich machst, egal, wie cool andere Sachen sind, so am Ende, wenn du deiner Linie treu bleibst, gerade bei diesem Carlo-Koks-Noten-Flavor, so, dann zahlt sich das auch so. Man merkt es. Das ist halt ein rundes Ding so, ne? Ja. Ich meine, heutzutage, wie du es selber gesagt hast, dir war jetzt wichtig, ein rundes, komplettes Album abzuliefern, ist ja heutzutage nicht mehr so der Film, den die neuen Künstler fahren. So, genau. Ich glaube, da geht es dann mehr auf die nächste Spotify-Hit-Single zu machen. Und wenn du dann das Album anhörst, dann hat der eine Song mit dem anderen Song vielleicht gar nichts zu tun, aber du kommst halt aus einer anderen Ära. Ja, ja. Deswegen war das wahrscheinlich auch wichtig so. Ja, für mich ist es auch wichtig, weil ich habe bei dem Album richtig so diesen Vibe gehabt, okay, ich gebe das Album jetzt ab, jetzt stell mal, ich sterb in 3 Jahren. Mhm. Oder keine Ahnung, ich sterb in 3 Tagen, keine Ahnung. So, und dann kannst du das Album wirklich nehmen und kannst sagen, guck mal, das ist Flair. Das ist ein zeitloses Ding. Das war mir ganz wichtig so. Es ist natürlich zeitgemäß, weil alle jetzt diesen neuen Bounce brauchen und ein bisschen dazu tanzen und abgehen und gerade auch für live und so. Aber es ist sozusagen wirklich das Album, was so ein Porträt gemalt hat. So repräsentiert auch. Ja, so kann, ich kann das Ding abgeben und ich weiß ganz genau, in 3 Jahren kann man das hören und man peilt noch, was gemeint war. Ja. So, und das finde ich halt, wenn ich mir die ganzen anderen Rapper-Singles da gerade anhöre, so, ist sehr viel so Pop. Pop, Disco Musik, so Rummelmusik, so ist schon sehr viel komischer Schwachsinn so. und finde ich auch traurig gerade, dass wenig gerappt wird. Es gibt wenig Rap so. Mhm. Weißt du? Und ich rede gar nicht von diesem hängengebliebenen Rap, den ich auch die ganze Zeit verteufelt habe. Ich rede von neuen Flows. Leute schreiben mir dann auf einmal, guck mal, Miami Yassin hat jetzt von dir einen Flow genommen oder Casey Rebel hat jetzt von dir einen Flow genommen. Das sind nicht meine Flows. Ich gucke genauso nach Amerika, aber das ist genau das Ding, was ein Rapper machen sollte. Immer bei anderen Rappern gucken, okay, geil, der hat so ein Timing, so ein Flow, so. Ich guck mal, wie kann ich das so. Es gibt so viele, Flows, wo du dich orientieren kannst, so wie Melodien. Ja. So, und ich find's traurig, dass die meisten Rapper, Alter, keine Ahnung, lieber bei Autotune irgendwie, keine Ahnung, eine Dancehall-Musik, Dancehall-Melodie, ich kann's nicht mehr hören, Dicker.
Bruder, ich sag dir ehrlich, allgemein in der ganzen Kunst in Deutschland so, glaube ich, dass hier viele Leute immer so gucken, was funktioniert. Mhm. Die gucken, was geht gerade ab und ich orientiere mich jetzt daran und mache das so. Anstatt irgendwie zu gucken, ey, was kann ich neu machen? Ja. So ein neues Ding zu entwickeln. Ne? Selbst sogar bei YouTube und so. Die gucken Konzepte und machen die gleichen Konzepte einfach nur ein bisschen anders. So. Das Traurige ist ja auch, dass die sozusagen, hast du recht, also sie machen nichts Neues. Und das Problem ist aber, die Fans gucken nur Wertklicks. Das ich merke das voll. Das und ich will jetzt nicht wieder so den Hater machen so. Aber Jungs, das ist alles gekauft. Also es ist so viel gekauft. Mann, ich sehe Travis Scott und Drake bringen Meek Mill und Drake bringen eine Single raus. Mhm. Die haben dann nach 2 Tagen 3 Millionen Klicks. Mhm. So die Motherfucker, die Größten. Und ich sehe hier in Deutschland irgendwelche Jungs, die haben dann über Nacht 20 Millionen Klicks. Die haben viele Klicks. Die hätten auch so viele Klicks. Aber Leute, das ist nur noch, da wird nur noch gedreht. Da wird nur noch gedreht, weil die Leute ja wissen, okay, ich habe einen Newcomer, ich bringe 2 Videos von ihm raus. Mhm. Wenn ich bei 2 Videos die Klicks pushe, kostet mich das nicht so viel Geld, wie wenn ich jetzt ein ganzes Album pushen muss. Und wenn die Leute jetzt mit diesem Argument kommen, ja, Spotify hat aber auch viele Klicks, Spotify kann man auch faken. Spotify kann man genauso faken wie YouTube. Ich kann dir das, wenn du willst, ich zeig dir das. Ich habe Leute, ich mache einen Anruf, ich kann die Sachen faken. Krass. Wenn ich das schon weiß, der sich eigentlich nicht so sehr damit befasst, weil ich am Ende auch Geld verdienen will und nicht nur Künstler hoch pushen will, ich hätte Jalil auch, Alter, hochfaken können. Aber erstens glaube ich, irgendwann kommt das alles raus. Was meinst du auch, aber was meinst du, inwieweit, Digga? Extrem. Ich würde sogar sagen, 70% ist gefaked. So krass, ja. Und natürlich, wenn du erstmal dann siehst, wie die Kinder reagieren, oh, der hat 30 Millionen Klicks, dann natürlich klicken die weiter. Aber meinst du die faken und erstmal die Trends rein. Ich habe jetzt gedacht, okay, das ist so ein, vielleicht machen die so einen Startschuss oder so. Weißt du, dass sie so die erste Million so drauf pushen, damit es schnell in die Trends kommt und so? Das wäre auch okay, aber deren Startschuss sind nicht 1 Million, sondern 30 Millionen. Glaub es mir. Ich bin halt gar nicht im Thema, ne? Ich kann dazu null was sagen. Ich sag's ja auch gar nicht, weil ich jetzt das denen Ey, ganz im Ernst, jeder von denen ist ein Hustler und jeder von denen, der irgendwie einen Weg findet, um die Musikindustrie richtig krass von hinten zu ficken, zieh durch, mach dein Ding. Mhm. Ich sag halt nur, übertreib nicht, weil das Ding fliegt bald auf, 100%. Und zweitens, die Kinder sind so behindert und lassen sich halt davon blenden. Ich will damit sagen, man merkt halt, dass da null Verständnis für die Musik mittlerweile herrscht. Mhm. Ich will gar nicht jetzt den Kindern sagen, ey, seid mal jetzt reale Hip-Hopper so. Aber ich merke halt so richtig um Rap und Hip-Hop-Szene und so geht's nicht mehr. Mhm. Also ich bin jetzt mittlerweile so an dem Punkt, wo ich merke, also eigentlich gibt's da draußen niemand mehr, den ich beeindrucken will, so wie damals. Du wolltest so Rapper beeindrucken, du wolltest so die Szene beeindrucken. Du weißt doch, du hast auch einen Train gemalt oder hast irgendwas Hip-Hop-Szene-typisches gemacht, weil du wolltest ein Feedback von der Szene, von Leuten, die es auch machen. Mhm. Oder von Leuten, die es auch leben so. Mhm. Und ich merke halt jetzt, dass es wirklich nur noch in Deutschland nur noch jetzt Mucke ist für Leute, die irgendwas konsumieren. So. Du weißt, so 12-Jährige, die mir dann sagen, du hast früher besser gerappt. Oder 12-Jährige, die dann sagen... Ja, es, halt, es liegt halt auch daran, glaube ich, weil das ganze Ding halt... Entweder du bist Legende oder du hast früher... Also ganz komisch gerade. Ja, das Ding ist halt Mainstream geworden. Ne? Rap ist halt Deutschrap, Hip-Hop ist voll Mainstream geworden. Ich glaube... Es gibt schon noch so diese Kern-Hip-Hop-Community so, da zähle ich mich auch dazu. Ich höre schon noch drauf, was gibt der Künstler mir da gerade so, weißt du? Und ich gucke auch schon noch ein bisschen im Background. Ich höre mir auch an, hinter was steht der, was hat der für eine Message, der Bruder? Wo kommt der her und so? Und ich habe auch noch Respekt vor den alten Leuten, so wie dir zum Beispiel, die den Scheiß aufgemacht haben auch ein bisschen so. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, es ist halt viel Neues dazugekommen. Viele junge Leute hören den Shit auf einmal, viele Leute, die nie irgendwas mit Hip-Hop zu tun hatten. Und die legen halt nicht so den Wert darauf, so ey... Was macht der da eigentlich gerade so, weißt du? Es geht auch gar nicht so sehr um Hip-Hop, dass die wissen, ey, was ist real, fake, this, dass sie diese Wörter kennen, so, keine Ahnung. Das, glaube ich, kennt mittlerweile jeder. Es geht eher darum, zum Beispiel bei dem Bushido-Thema. Ich habe mit Bushido 15 Jahre lang Krieg gehabt. Mhm. Krieg und auch Frieden, alles war mit drin. So, nach 15 Jahren kriegt er seine Retourkutsche und ich poste ein Video, wo ich mich ein bisschen über ihn lustig mache, da wo er mit den LKA-Beamten läuft. Ja, dann schreiben mir Leute, ey, warum lässt du den Bushido denn nicht mal in Ruhe? Was hat er dir getan? Die waren da noch gar nicht auf der Welt manchmal vor 15 Jahren, wo du den Beef angefangen hast. Ich denke mir so, ey, der hat mir Leute geschickt, die wollten mich ficken, die wollten mich abstechen so. Er hat mich noch vor 3 Jahren versucht, von allen Seiten zu ficken so. Und dann deswegen erlaube ich mir mal so einen kleinen Scherz oder so. Oder wie gesagt, gieß ein bisschen Benzin ins Feuer. Man merkt halt aber, die Kids, die so jung sind. Okay, man muss aber dazu sagen, du warst jetzt nicht einer, der jetzt da voll drauf rumgetreten hat, Digga. Du hast einen Post gemacht so. Dankeschön, ja. Weißt du, und das war es dann auch wieder so.
Vor allem, er kriegt auch noch seine Lines auf meinem Album so. Und selbst dann, es sind nur Lines. So. Es ist auch so, also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie den ganzen Tag jetzt grundlegend Bock hat, sich mit ihm zu befassen oder mit anderen zu befassen. So. Aber die Leute denken halt, wenn ich zum Beispiel, ich poste in der Woche 3 Sachen gegen eine Person, dann ist es ja schon viel. Die Leute checken aber nicht, dass ich dann trotzdem mindestens 20 Stunden, Alter, pro Tag an meiner Mucke. Also egal, wie sehr ich mich in eine Sache reinhänge, in meine Musik hänge ich mich 100-mal so viel rein. Mhm. Die Leute können sich halt nur nicht reinversetzen, wie sehr ich für meine Musik arbeite, wie sehr ich Leidenschaft habe für Videodrehs, für Musik, für Covers. Und dann sehen die das und denken, ja, das steht ja gar nicht im Verhältnis zu dem, was der macht. Ich will sagen, die Leute können gar nicht ahnen, wie viel Liebe und Herzblut ich da reinstecke. Es fällt mir auch oft leicht, weil ich das seit 20 Jahren mache. Ja? So ich bin das und andere, die mit mir mitlaufen, die machen dann halt nach 3 Jahren schlapp so. Die sagen dann halt, boah, ist mir zu krass. Für dich ist es schon Tagesablauf, ist mein so, ganz Ding. Normal, muss so sein. Ich, ne? bin, ja, ich bin das durch und durch und so. Ja, ja. Aber Leute dürfen bei mir halt nie denken, boah, jetzt befasst er sich so intensiv mit einer Sache, das ist jetzt das, was er denkt, was ihn ausmacht. Nein. Ja, aber Bruder, ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so. Ich mein, es gab schon eine Zeit, wo ich auch selber gedacht habe, so, okay, der Bruder pusht schon viel auf Twitter und auf Instagram und flext da viel und mischt sich überall irgendwo so ein bisschen mit ein. So. Aber das hast, ich das finde, für meine Meinung so, du hast es ja auch schon voll zurückgefahren so. Auch oder? Ja, aber auch damals war es sehr viel. Da habe ich 2 Alben im Jahr gemacht. Mhm. Damals war es aber auch so eine Abwehrreaktion. Mhm. Alle haben gehatet so. Und sogar da, ey, ich habe 2 Alben im Jahr gebracht. Eins von diesen Alben gilt so fast sogar als Klassiker. So. Keiner kommt klar mit mir, ist so, okay, krass. Das war sein Comeback, trotz Beef mit der ganzen Rap-Szene. Und ich will damit sagen, ist egal, wie sehr ich mich sozusagen in sowas reinsteigere, ich steige mich in meine Kunst und in meine Musik immer noch mehr rein. Und ich mache halt oft den Fehler, dass ich selber das Verhältnis halt in meinem Kopf habe und mir so denke, ja, andere müssen das auch sehen. Andere müssen nachvollziehen können, wie viel Energie ich da in meine Musik stecke. So. Und deshalb, dann habe ich gemerkt, das Traurige dabei ist halt wirklich, dass die Leute dann immer denken, boah, der hat eine große Fresse, weil er in seiner Musik wahrscheinlich nichts zu sagen hat. Oder keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die tun das so schnell ab. Die Leute, die mich kennen, die ansatzweise Ahnung haben von Rap, die wirklich meine Fanbase sind, denen brauche ich das nicht erklären. Meine Fanbase weiß, Flair hat eine große Fresse und Flair ist aber auch mindestens 100-mal so sehr mit der Energie in seiner Musik. Aber es gibt ja Leute, die gerade die Neuen, die lernen dich neu kennen und die kennen die Hintergründe nicht so. Und da ist halt wirklich traurig, dass ich mir dann selber so manchmal das mit denen verkacke, weil die denken so, oh, der tweetet so viel oder der postet so viel jetzt gerade zu diesem einen Thema, weil er mit seiner Musik anscheinend nicht irgendwie hinterherkommt oder sowas. Und das ist nie der Fall gewesen. So. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, Musik steht bei mir an erster Stelle, ja. Meine Kunst, meine Videos, meine Fotos, alles. Und die Leute können sich halt manchmal nur nicht da reinversetzen, dass ein Typ wirklich 24 Stunden am Tag in dieser Materie drin ist. Die anderen haben noch Privatleben. So, mein Privatleben ist ein Mess. Mein Privatleben ist Dings, wie sagt man, wie bei Heat, Al Pacino und De Niro. Der eine ist Gangster, hat kein Privatleben, der andere ist Bulle, hat kein Privatleben. Es ist bei mir fast genauso. 24-7 Hustle, Digga. Ja, kann ich auch so unterschreiben. Bei mir ist es eigentlich auch genauso. Ja, wenn du drin bist, bist du drin halt. Ne? Und wenn du guten Scheiß machen willst, dann musst du auch drin bleiben. Ja, ja. Brauchst du Freunde, die das wirklich verstehen und die dich so ein bisschen begleiten? Ja, genau. Ich glaube, es ist aber auch der echte Film so. Ich glaube, dann das kommt auch rüber bei den Fans dann am Ende des Tages. So. Weißt du, was ich meine? So, ob du wirklich in der Szene drin bist oder ob du nur eine Rolle spielst, dich manchmal da rein entwickelst, kurz für eine Albumphase und dann dich wieder rausziehst. So. Ja, ja. Das merkt man schon, glaube ich, am Ende dann so, weißt du? Ja, ja, vollkommen. Richtig. Wo du gerade die ganzen neuen Jungs. Ey, guck mal, das entwickelt sich jetzt hier gerade zu einem Interview. Eigentlich wollten wir hier nur ein Reaction-Video machen. Ja. Aber machen wir gleich, Digga, dann machen wir das einfach komplett so. Ja. Was hältst du denn von den ganzen neuen Leuten? Ich habe gesehen, du hast dich kurz auf Instagram Flero genannt. Ja, fand ich witzig. Ich fand's witzig, weil die Namen, entweder sind die alle so eine Clique und die heißen alle gleich, ich weiß es nicht. Aber da hieß einer Mero, Zero, Ferro. Was gibt's noch? Ferro, Cero, El Mero. Mero gibt's. Mero kenne ich, der ist ja krass, ne? Ja. Der ist noch krass. Es gibt 2, die haben Ferro 47. Mit dem habe ich letztens ein Interview gemacht. Ferro, ja, geil. Und da habe ich ihn auch gefragt, so. Ey, was geht ab? Seid ihr Cousins oder was? Ja. So, weißt du? Aber die haben anscheinend alle miteinander nichts zu tun, Alter. Nee, ich fand's auch einfach nur witzig. Flero. Ja. Richtig behindert. So. Ich dachte mir, wenn ich ein Ohr ranhänge, vielleicht habe ich dann automatisch mehr YouTube-Klicks. Keine Ahnung, Alter. Ja, hast du dir die Songs mal reingeflasht von den Jungs? Von diesen ganzen Instagram-Auto-Rap-Typen, die jetzt am Start sind? So? Was hältst du davon? Wer ist der Letzte dieser... es gibt Mero und... Ferro. Und noch einen. Und dann gibt es noch einen, der hat mit einem anderen einen Song zusammen gemacht, der ist auch irgendwas mit O. Ero oder Mero. Es gibt noch einen Cero El Ferro. Cero El Mero. Es gibt noch 2, die haben zusammen einen Song gemacht, die haben beide irgendwas mit der neue Song gerade, Ferrari oder Lamborghini. Nee, das ist Dings. Das ist Mero ja, und Eno.
Enno. Enno. Aber Enno ist, ja, Enno ist ja schon länger am Start. Das weiß ich auch, ja. Enno ist schon Enno länger ist auch krass, ja. Die sind beide krass. Die sind beide krass, weil die rappen richtig so. Ja, Mann. Ich, den anderen weiß ich jetzt gerade nicht. Manchmal komme ich durcheinander so. Aber die rappen halt auch. Also das, bei denen finde ich es halt krass, auch wenn die so Autotune-Hooks haben und so. Aber die rappen. Ja. Die rappen krass und so. Und wie gesagt, ich will nicht denen speziell unterstellen, dass sie da was drehen oder keine Ahnung was, aber ich kann auf jeden Fall bei denen nachvollziehen, warum die so Hype haben, weil die sind jung, sind hübsche Dudes, Alter, mit Trainingsanzügen so, rappen krass, machen Welle und so, finde ich voll gut, also wie gesagt, selbst wenn die was drehen, die sollen hustlen, die sollen machen und tun, sollen es nur nicht übertreiben, so, ich finde es krass. Ja, ich finde es auch krass, dass es so ein neuer Weg dann wieder gekommen ist, ne? Über Instagram im Auto Freestyle rappen. Das finde ich aber gar nicht so... Ist nicht abwegig oder so. Ja, ich selber bei mir merke auch, dass wenn ich zum Beispiel Video-Snippets dann nochmal bei Insta hochlade, Videos, die Leute dann auf einmal bei Insta sehen und vorher nicht bei YouTube gesehen haben. Voll krass so. Mhm. Und das finde ich gar nicht so, wie sagt man, das ist normal, weil die junge Community, die ist ja auf Insta, das weiß man ja. So, die jungen Leute sind bei Insta und Insta ist das neue Ding und so. Und ich finde das auch, mag Insta auch. Ich finde, das ist mehr positiv alles. Wenn die da im Studio sind und dann da was posten, dann ist das, finde ich, das ist das genau der richtige. Also dann verstehe ich schon, warum die Kids das dann gucken. Die finden die cool, wie die da im Studio chillen, ihre Hits machen. Und dann ist es geil, dass es dann später knallt auf YouTube. Ist geil. Nice, Alter. Nochmal ganz kurz zu der Bushido-Sache, Alter, weil du das ja vorhin so angesprochen hast. War das für dich, wie war das für dich, Alter? War das für dich eine Überraschung? Nein, weil, also, da ich bin so verblüfft, wie die Leute nicht zwischen den Zeilen lesen können. Also der Grund, warum ich Bushido überhaupt wieder zum Thema so groß gemacht habe, ist ja folgendes. Ich habe ihm, also er hat mich ja das letzte Mal, wo wir Kontakt hatten, hat er mich ja in einem Backspin-Interview so ein bisschen wieder runtergemacht. Daraufhin ist der Kontakt abgebrochen und daraufhin hat er so seine Probleme gehabt mit Farid Bang und Kollega und dann später, wie gesagt, mit Arafat und die ganze Nummer. Der Grund, warum ich sozusagen dann jetzt dieses Video rausgehauen habe, was mir zugesendet wurde, wo er halt mit den LKA-Beamten rumläuft, habe ich gemacht, weil er zu dieser Beefzeit auch immer sozusagen mir so andichten wollte, dass ich jetzt so ein Typ bin, der, wenn es Stress gibt, dann auch den Schwanz einzieht und zur Polizei rennt. Den genauen Sachverhalt, was bei mir damals vorgefallen ist, den kennt er ganz genau und er weiß, dass es nicht so war, wie er erzählt. Und jetzt werden Leute wahrscheinlich sagen, warum, er hat es doch gar nicht erzählt. Ich kann dir sagen, wie er es erzählt hat. Weil Bushido ist sozusagen jemand, der es gut im Hintergrund schafft, immer die Leute für sich zu instrumentalisieren. Mhm. Wo ich das Video rausgehauen habe, hat sozusagen die Bild, hat ja so einen neuen Podcast. Mhm. Da ist der, wie heißt der Typ? Keine Ahnung, das sind so zwei Jungs, ne? Zwei Typen, die tun dann immer so, wo habe ich jetzt mein Handy? Als wenn die Rapper sind so. Als wenn die voll die Rapper sind so. Da gibt's ja, hast du gut gesagt, als wenn die richtige Rapper sind. Und der eine von denen ist ja der Peter Rosberg. Okay. So, und der Peter Rosberg ist mit Bushido seit mehreren Jahren befreundet. Das wissen alle, die in der Hip-Hop-Szene sind. Der kam mit auf Tour. Echt, ne? Ja, Peter Rosberg ist Bushidos Kumpel. Die sind so krass befreundet, dass die sogar jetzt mit Netflix und dem Bild, der Bildchef ist da auch noch mit drin, irgendwie, keine Ahnung. Ist doch alles cool so. Machen die für Netflix eine Serie. So krass sind die befreundet. So, und der Peter Rosberg haut dann einen Tag, nachdem ich das Video poste, so ein Podcast raus, wo die dann wieder so tun. Und du weißt, sein Kollege stellt auch immer so Fragen, als wenn er nicht wüsste. Ja. Ach echt, Peter, so ist das? Und Peter, ja, der Flair hat auch mal Probleme mit den Also weißt du so, machen so voll, so auch behindert. Wie geht's, Diebe? Alles klar, schlecht? Nein, alles gut. Hi, Leon. Macht dann so auf tun und so, ach echt, Peter, ja. Und der Bushido sagt dann halt, redet mit dem Peter, Alter, und sagt ihm halt, ey, pass mal auf, der Flair hat das und das gemacht und jetzt müssen wir so und so Stimmung machen. Und so machen die das ja die ganze Zeit, auch das Shindy-Thema. Das Shindy-Thema war auch eine Sache, die Bushido auf die Eier ging und dann hat der irgendwas erzählt und das waren dann die Infos, die dann der Peter Rosberg bei sich im Podcast raushaut. Und dann gucken natürlich die Leute den Podcast und denken so, wow, woher wissen die das denn? Und warum ist der Flair jetzt denn so sauer? Ich bin sauer, weil ich genau weiß, die hängen zusammen, Alter, sind best Kumpel, beste Freunde. Bushido will gerade nicht selber in die Öffentlichkeit gehen und da irgendwie Welle machen, weil er gerade ganz andere Probleme hat und weil er genau weiß, dass dann Flair genau weiß, wie er zurückschießt. Also macht er das so hinter den Kulissen. Und das ist halt der Grund, warum ich dann halt sauer bin. Warum ich dann halt sage, ey, hör mal zu, Peter. Ich hab dir noch angerufen und erzähl keine Scheiße bei mir und so. Der Peter Rosberg sitzt dann da und sagt, es gibt noch gar keine Beweise, dass der Bushido eine Komplettaussage beim LKA gemacht hat. Also macht sich richtig stark für den. Ich habe die Aussage gelesen bei Arafat im Café. Ich habe das gelesen, 20 Seiten. Ich bin der größte Hurensohn, wenn ich eine Silbe lüge gerade. So, und ist auch okay, das ist deren privates Ding. Aber dann, ich will dir nur sagen, wie der sich für den reinhängt. Wirklich? Dann der Kollege.
wie die halt dann immer da sitzen so. Ach echt, Peter, erzähl mal. So auf Show so. Ich find's eh paradox, man. Warum reden Leute, die in der Szene nichts zu suchen haben oder zu tun haben, über die Szene so? Ja, ist so, weißt krass. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, das gibt's auch nur in Deutschland, oder? Ja, ja. Ist so krass. Ne, die haben halt gemerkt, Rap-Update und mein Update. Ja, wir müssen da jetzt mithalten. Schlagzeilen machen. Genau. Über Großfamilien reden und so einen Scheiß. Ey. Und der Bushido hat ja auch einfach auch einen Deal mit der Bild. Also er hat einen richtigen Deal mit der Bild, dass sie diese ganze Kampagne mit die Frau ist voll die Löwin und so und er ist voll der Arme und Arafat ist voll der Teufel. Also wie gesagt, ich kenne den Arafat ja schon lange durch Bushido und wir haben da auch unsere Ups und Downs gehabt und so. Ich komme lieber mit so einem Typen klar, der ein direkter Typ ist. Weißt du, wir können uns auch mal streiten, anschreien und danach ist die Sache geregelt. Wir können uns auch die Köpfe einschlagen so. Deswegen Leute sagen dann immer, wie kannst du mit dem zu tun haben oder keine Ahnung was. Es ist einfach ein langjähriger Kumpel so. Und ich kann nur sagen, so, ich habe jetzt in dieser ganzen Berichterstattung nicht einmal gesehen, was der gemacht hat. Alles wird nur, sind Verdächtigungen. Und dann heißt es wieder, ja, nee, ist nicht, er wurde nicht verurteilt. Er ist aus der U-Haft wieder freigelassen worden. Es gibt ja auch keine klaren Statements von keiner Seite eigentlich so. Weißt du? Also ich meine, du weißt wahrscheinlich viele Sachen, die so im Hintergrund abgehen, gesagt, die, aber das wissen ja die Leute da draußen gar nicht. Und ich will, weißt du? Und ich will den Leuten nur sagen, fallt nicht darauf rein, auf dieses, er ist der Gute, er ist der Böse. Ich habe die Akte, wie gesagt, gelesen und die Frau selber sagt auch in der Akte, dass mit dem Kinder, mit Kinder entführen und sowas, wie die Frau selber in der Akte sagt, sie spricht dann sozusagen mit dieser besagten Zeugin, die das ja gesagt haben soll, dass es in Planung ist. Und in der Akte erzählt sie, wie sie mit der Frau dann im Nachhinein, im Januar hat sie mit der geredet, sagt sie selber, ja, die Medien schaukeln es hoch. Also wie gesagt, ich habe da Sachen gelesen so und ich sag euch nur, Alter, der Bushido hat 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang, war der ein Unterdrücker. Und er hat viele Menschen unterdrückt und er hat auch mich unterdrückt, wo er konnte. Und der hat jetzt seine Quittung bekommen und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand denkt, er wäre ein Opfer. Das werde ich nicht zulassen. Also in meiner Welt, wenn da jemand kommt und mit mir drüber redet, dann werde ich da immer dafür kämpfen und sagen, nein, der Typ ist ein ganz, ganz böser Mensch. So. Und ob der Arafat ein Engel ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Das können ja, die Medien hacken ja genug auf dem rum und gucken sich da und versuchen da jeden Strafzettel, den er da hat und jedes Mal falsch parken und so, die probieren da alles rauszuholen und hin und her. Sollen sie machen. Ist halt auch nicht so einfach zu sagen, gut und böse. Genau. Sowas geht nicht, weißt du, sowas funktioniert nicht. Das ist auch in Filmen oder so. Jeder Böse in einem Film hat auch seine Story. Genau. Also jeder, weißt du, was ich meine? So, genau. Du weißt halt nie immer alles so. Mir ist hier halt nur wichtig, dass die Leute, die keine Ahnung haben, die 13-, 14-jährigen Kids, die jetzt denken, ich komme und disse dann jemanden einfach so. Das ist der größte Bullshit. Ich muss mich an niemanden hochziehen. Der Typ ist am Boden. Der Typ ist mir egal. Nach 20 Jahren ist er mir egal, weil er hat endlich die Quittung bekommen. Weißt du, der Typ hat 20 Jahre lang so getan, als wenn er voll der schlaue Typ ist. Und jedes Mal, wenn er irgendwie einen Move gemacht hat, mit Arafat im Rücken, ja, haben alle immer gesagt, ah, vielleicht guck mal, was du für ein Opfer bist. Guck mal, wie schlau er ist. Und ich habe immer gewartet. So, ja, ihr werdet noch sehen, wie schlau er ist. Jeder kann sich einen Typen nehmen, der breit ist, der Macht hat und kann dann andere Leute drücken. Das kann ich auch. Aber irgendwann wirst du mal gedrückt. Das ist die Natur der Sache. Das nennt man Karma. So. Und weil irgendwann kommt sogar der Typ, der für dich drückt, dahinter, dass du ihn vielleicht ein bisschen manipulierst. Verstehst du? So. Und dieses Manipulative und sowas und dieses Eklige und so in der Hip-Hop-Szene, das habe ich doch in diesem einen FAZ-Interview gesagt. So. Es soll um die Musik gehen, es soll darum gehen. Das ist es, Mann. Ja, aber wir dürfen so eine Leute nicht mehr reinlassen. Ja. Wir müssen, weißt du, der Grund, warum ich so dann im Interview darüber rede, ist, die Leute sollen verstehen, was er für eine Position hatte. Und andere Leute, die versuchen genauso zu handeln, andere Leute, die zu mir kamen, die dachten, die können mir mit irgendwelchen Leuten drohen, die können hier mit Leuten auflaufen. Egal, wer das bei mir macht, der wird seine Retourkutsche bekommen. Weil ich werde das. Ich bin nicht auf der. Bin ich auf der Welt, damit Leute denken, diese Filme kann man irgendwie durchziehen. So dafür bin ich nicht jetzt 36 Jahre, habe 20 Jahre lang gerappt, habe mir meinen Namen gemacht, damit immer irgendjemand kommt und denkt, er könnte. Ja, was soll das? Ich finde voll wichtig, Digga, was ich auch den Leuten da draußen mitgeben will, ist so, alles, was ihr macht, alles, was ihr sagt, das müsst ihr auch alleine klären können. Weißt du, was ich meine? So, egal, was du in der Öffentlichkeit machst, in Videos machst, irgendwo machst, du musst selber als eigener Mann dafür gerade stehen können. Und nicht nur, weil du Leute hinter dir hast, weil dann kommt irgendwann der Tag. Wie du gesagt hast, es kommt irgendwann der Tag, da sind die Leute vielleicht nicht mehr da. Ja. Und dann musst du dich für den Scheiß gerade machen. Genau. Und dann stehst du da und da passieren dann Sachen, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest. So, weißt du, machst du gute Sachen, kommt, widerfahren dir gute Sachen. Baust du Scheiße, widerfährt dir auch Scheiße. Ich glaube tief und fest daran und du merkst es immer wieder. Du siehst es ja auch so, weißt du?
Es ist einfach so. Deswegen, ich bin immer so auf straight up positive Vibes. Versucht mir einer irgendwie von der Seite einen negativen Vibe zu geben. Verpiss dich, weißt du? Ja, ja, ist so. Einfach raus mit der Scheiße. So. Ist so. Ja, Mann, Digi, wir haben uns getroffen. Ich hab gestern war ich mit meiner Freundin essen und die wollte ich unbedingt das neue Musikvideo von Shireen David reinziehen. Da haben wir uns das so reingezogen. Und ich habe mir das reingezogen und ich dachte mir, in dem Moment, wo ich es mir reingezogen habe, ist so krass. Flair saß immer in den Interviews, wenn Leute ihn angesprochen haben auf Frauenrap, dies, das, und hat eigentlich genau von der Scheiße geredet, so, ne? Ja, ja. Der feiert das bestimmt ab. Da gehe ich raus, gucke auf Insta, auf einmal postest du das Ding so, da habe ich gesagt, okay, ich rufe ihn mal an, ich frage ihn mal, hast du Bock, eine Reaction drauf zu drehen, so. Geil. Ich habe es ehrlich auch nur auf Insta bis jetzt gesehen. Echt, ne? Ja, ich war so im Stress, ich habe es mir auf Insta angeguckt, die Schnipsel da. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann ja gleich dann ausführlich was dazu sagen, so. Aber es war für mich jetzt, für mich als Rap-Liebhaber ist das jetzt für mich auch nicht so, wie sagt man, viele sind so geschockt, wie kann man sowas machen? Ich finde, das ist für mich das Normalste von der Welt, aber... Ja, aber in Deutschland gab es ja sowas bis jetzt noch nicht, weißt du? Ja, leider. Warte. In Deutschland gab es ja sowas. Ey, warte mal, Alter, ich schneide die Scheiße hier ab, was soll das denn? So. Okay. Zumindest ist mal rein, sollen wir auf laut machen, ja? Mach auf laut, scheiß drauf. Super. Ich verstehe, so, das ist eine Olle, die rappt gut, guter Beat, also richtiger Beat, richtig guter Beat, cooler Flow, das, wie sie sich präsentiert, ist selbstbewusst, ist cool, die sieht gut aus, die shake mit dem Arsch, die versucht auch noch so ein bisschen auf lustig zu sein, so, wie sie acted an den richtigen Stellen. Die Mädels tanzen da mit ihr, die probieren noch Tanzeinlagen zu machen. Es ist halt egal, was du dir da jetzt rauspickst, die haben probiert, Levels zu bringen. Mhm. Und genau das ist es, was das sein sollte, was Showbusiness und es geht gar nicht um Hip-Hop, es ist deutsches Showbusiness. Genau das sollte es sein. Nicht dieses, ich bin nicht so eine, nicht dieses, das eine schließt das andere aus, nicht dieses, nicht zu dick auftragen, sondern nein, genau das. Mhm. Weil es ist genau das, was in Deutschland immer das große Problem ist, dass die meisten Weiber dann Angst haben und sagen, ja, wenn ich mich jetzt aber so präsentiere, dann denken Leute, ich bin vielleicht so und so eine. So, und die Leute checken halt nicht, dass es darum geht, wenn du ein Video drehst und wenn du als Frau auf dicke Hose machst so und Levels bringst und so, dann musst du halt auch das verkörpern. Und es können halt nicht viele und darum kommt der Neid. Sie ist halt, Shireen David ist halt eine, so, die hat halt jahrelang Reichweite gehabt, hat jahrelang ihre Bilder gemacht und so. Und sozusagen ist da, glaube ich, gut reingewachsen durch dieses Instagram-Ding. Naja, YouTube und, auch und so, ne? YouTube, Entschuldigung, genau, YouTube, ja. Und ich glaube, deswegen, und ich glaube, sie kennt sich, sie hat ein gutes Verständnis dafür, sonst würde sie nicht diesen Schritt, glaube ich, wagen. Mhm. Und ja, die weiß schon ganz genau, was sie da macht. Ja, und auch musikalisch hat die sich so lange hingesetzt und gemacht, bis es genau so ein Bomben-Ding ist, so. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Über, ist jetzt kein, wie sagt man, wie heißt der? Mann, es ist jetzt keine kommerzielle Radiosingle, die dir nicht mehr aus dem Ohr geht. So, du weißt, es ist jetzt kein, ne? Doodle-Song, ja. Yeah. Und darum ist es ja so geil, weil es ist halt wirklich sehr, sehr rap-lastig. Sie singt auch, aber dieses Gib ihm, Baby, gib ihm, das ist auch, ist hittig. Und was soll ich sagen, Alter? Das ist für mich das Normalste von der Welt.
Und das Ding ist halt auch, wenn Leute dann kommen, ich habe ein bisschen Kommentare gelesen. Ja, ich habe auch gesehen, was du gepostet hast heute. Ja, ja. So, wenn, also erstens damit Leute auch verstehen. Ich habe ja damals diese Line gebracht gegen Shirin David. Was heißt gegenüber Shirin David? Ich für diese kleine Shirin David nackt sehen. So, genauso wie sie auch damit umgeht, wie ich es gerappt habe, wie sie jetzt im Nachhinein, dann hat sie ja mir so eine Line reingedrückt. Das ist genau... Echt, ja? Wo? Sie hat das kommentiert bei mir. Sie bleibt... freeze, baby, freeze. Ich lasse die Klamotten an, nicht, dass du dich verliebst oder irgendwie sowas. Ah, okay. So, ja. Und genau das ist ja auch, okay. Weißt du, und das ist auch genau die richtige selbstbewusste Art, die coole, lockere Art, wie man damit umgehen soll. Mhm. Ist doch klar, dass ich als Rapper sage, boah, du geile Bitch, zieh dich aus. Ist doch normal, ich bin Rapper. Braucht man doch gar nicht irgendwie so, wir sind doch hier nicht beim Elternabend. Und ist klar, dass wenn sie so ein Video dreht, Alter, dann zeigt sie, ey, ich shake meinen Arsch, bar, ich mach geile Sachen. Das ist Showbusiness so. Wenn Leute kommen und sagen, ey Mann, aber sie ist Dings und so voll oberflächlich. Mann, die Leute sollen mal peilen, worum es bei dieser Nummer geht. Wenn du dir so ein Video anguckst, dann geht es nicht darum, ob du jetzt tollen Charakter hast. Tolle Charakter, das kannst du dann später mit ihr klären, wenn du sie kennenlernst. Verstehst du? Dann zeigt sich stellt sich raus, ob sie auch noch ein, ob sie auch noch Bruch rechnen kann. So. Aber das ist jetzt egal. Also das ist einfach, ich sehe da halt geile Weiber, die tanzen, die rappen geil, die machen Ansage, die represented. Fertig aus, Alter. Das Normalste von der Welt. Normalste von der Welt. Ja, hat jetzt wie lange gedauert? 30 Jahre? Ja, Shirin David nach 30 Jahren. Sie voll. Die Erste, die es gemacht hat. Respekt. Black Dolphins, auch die richtigen Jungs fürs Video. Ja, mal ein geiles Video. So, fertig aus, Alter. So, safe. Jetzt, wo man sieht, wo es jemand gemacht hat, fragt man sich, warum es so schwer war. Irgendwie schon, ne? Mhm. Du hast ja schon die ganze Zeit immer darüber geredet. Du hast ja auch gesagt, dass du mit der Unique was Ähnliches vorhattest, so ein bisschen, ne? Mhm. Glaube ich irgendwie. Du hast ja mal auch irgendwo in einem Interview erzählt, dass du auch Interesse an ihr gehabt hast damals. So. Und ja, hast ja. Eher so dieses Hamburg-Ding mit aufgenommen und das ein bisschen cooler und fresher gemacht und so. Und hast ja auch immer wieder gesagt, Frauenrap, die sollen sich mal mehr trauen, die sollen mehr machen, die sollen zeigen, was sie haben. Na guck mal, das Ding mit Schwester Eva zum Beispiel. Die Zeit, also ich, also zum Beispiel... Das ist halt Straße, ne? Genau, das musste aber auch sein zu genau. Der Zeit. Zu der Zeit war Deutschrap so Straße, so dreckig, noch so... unkommerziell, da musste so eine Frau kommen wie Eva, die auch so ein bisschen so diese... Das hat auch zu ihr gepasst, weißt du? Ja, sowieso, klar. Ich finde generell, jeder sollte nur das machen, was zu ihm passt. Aber Eva war halt, Schwester Eva war dann halt auch zu der Zeit die Richtige, weil die hat ja noch mehr Gegenwind abbekommen. Mhm. Das muss, darf man hier auch nicht absprechen. Voll. Da war noch mehr, oh, du Schlampe und du bist dies und du bist das. Und dann musste so eine Eva kommen, die sagt, ey, mit Schlampe braucht ihr mir gar nicht kommen, Alter. Ich bin richtig Straße, ich habe richtig krass einmal das Business durchgenommen. Ich habe richtig die Realität sozusagen gesehen. Ihr braucht mir gar nicht mit diesen Kindersprüchen kommen. Und das ist eine Sache, die hat das Ding auf jeden Fall aufgebaut. Kitty Cat zum Beispiel damals bei Argo Berlin, die Zeit war nicht reif für jemanden wie Kitty Cat. Und Kitty Cat war auch von ihrer Mentalität nicht die Richtige, bin ich damals, sage ich ja immer wieder so. Was auch nicht schlimm ist, weil es ist, wenn man sagt, nicht die richtige Mentalität, dann musst du ja auch eine gewisse geisteskranke, du musst ja auch in einer gewissen Art extrem sein. So. Mhm. Und ich finde, dass jetzt zum Beispiel Shirin David ist jetzt natürlich, kommt jetzt zu einer Zeit, wo die Zeit auch reif dafür ist. Das muss man schon echt sagen. So, da haben viele Frauen davor, also jetzt viele, ein, zwei Frauen haben davor so ein bisschen den Weg freigeräumt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass sie halt eine super Expertin darin ist, sich selber auch zu präsentieren. Das heißt, die schminkt sich gut. Die weiß ganz genau. Ist auch viel Arbeit, viel Geld. Da muss viel Geld reinstecken. Mhm. Also das sollen die Leute mal verstehen, dass so ein Ding, Budget, ich habe es nicht bis zu Ende jetzt gesehen. Gucken wir gleich noch weiter. Gucken wir zu Ende so. Ich kenne die Black Dolphins Preise. Also ich weiß nicht, unter 40.000, glaube ich, würden die sowas nicht machen. Ja. Und vor allem Shirin weiß auch, glaube ich, ganz genau, was wie ankommt und wo ankommt und bei wem ankommt, weißt du? Wenn du jahrelang YouTube machst, dann machst du dir viel Gedanken darüber, so ey, was ist die Zielgruppe, wie kommt es an, wenn ich jetzt sowas mache, wenn ich jetzt sowas mache. Ich glaube, das war auch schon so. Hast du die erste Single dir reingezogen von ihr? Nee. Die kam nur auf Spotify raus und auf den ganzen Streaming-Portalen? Ich habe es mal kurz angeklickt, aber es war mit Gesang, ne? Ja, genau. Es war halt was ganz anderes, ne? Ja, ich finde das halt genau richtig. Also, und auch diese dummen Vergleiche mit Cardi B und mit Nicki Minaj. Guck mal, das ist Hip-Hop. Ich bin Rapper. Du fragst mich, was finde ich als Rapper geil? Weil es ist ja sozusagen der Gegenpol. Mhm. Es geht ja darum, wir in unserer Hip-Hop-Welt oder in unserer, weiß ich nicht, Welt. Wie nennt man diese Welt? Entertainment-Welt so. Da muss eine Frau kommen, die muss einen dicken Arsch haben, die muss dicke Titten haben. Oder die kann auch nur einen dicken Arsch haben, ein bisschen normale Titten, ist auch nicht schlimm. So, die muss sich freizügig anziehen, die muss von oben bis unten durchgestylt sein, darauf stehe ich. So, was kann sie jetzt dafür, dass das in Amerika genauso ist? Sie bewegt sich ja nicht wie Cardi B. Sie rappt doch nicht wie Cardi B.
Sie macht gar nichts wie Cardi B. Die hat eigenen Flow, eigenen Wortwitz, hat keine Lines gebeitet. Nur weil sie jetzt auch Levels bringt, sagen Leute, es ist wie Nicki Minaj. Nein, die bringen auch nur Levels. Und jede andere Olle, die diese Levels nicht bringen kann, wird dann sagen, ah, das ist mir viel zu... ja, du bist einfach nur hässlich. Es geht dir gerade gar nicht um Geschmack. Das sage ich immer, es geht nicht um Geschmack. Cardi B ist hübsch, Nicki Minaj ist hübsch, sie ist hübsch. So, und da können jetzt 100 andere Ollen kommen und wenn die nicht hübsch sind und wenn die nicht Flow haben und wenn die nicht mindestens 40.000 Euro haben für ein Video, dann können die das nicht. Und dann haben die dann noch ihre Mädels, die können noch, die machen noch eine Choreografie, die tanzen noch, dann bauen die da irgendwelche kreativen Sets auf, so, fertig aus. Dann hat sie noch 4 Millionen, glaube ich, Leute auf Instagram, so, es sind alles Levels, so. Und das ist genau das Ding, so, wenn mich jemand fragt, wie findest du den neuen Shindy-Song, dann sage ich auch nicht, naja, mein Geschmack ist so und so. Ich hätte den Song wahrscheinlich nie so gemacht, aber es ist ein Level. Shindy kommt mit einem Level-Video, Level-Klamotten, Level-Flow, Level-Aussprache, Ästhetik, boom, und es steht dann einfach da so. Und dann steht es da und dann braucht man das gar nicht irgendwie kommentieren mit, oh, das ist mein Geschmack oder das ist nicht mein Geschmack. Ein Ferrari ist ein geiles Auto. Ob ich mir den jetzt kaufe, ich sag dir, wenn du mir hier, der gerade hier vorbeigelaufen ist, ist der Bruder von Ivan. Ivan ist ein guter Freund von mir, der hat immer Rennautos, Porsche. So, ich steig ein, ich krieg Absturz. Ja, aber wenn du mich jetzt fragst, ist Porsche ein geiles Auto, sag ich, ja, brauchen wir da nicht drüber reden, Alter. Würde ich mir selber ein Porsche kaufen? Ist erstmal ein geiles Auto, wenn fertig. Du dann reingehst. In wenn du Thematik, kaufen willst. So für mich persönlich vielleicht, würde ich mir jetzt nicht holen. So. Genau, ja. Bentley GT. Ja. Oder ich habe jetzt, ich hole jetzt neue SQP, S63. Ja, so. Ja, ja. Ist mein Style. Ja, ja, deswegen, ja. Aber das heißt. Ja, ich verstehe, was du worauf du. Das heißt, ob ich jetzt Shirin David oder Cardi B lieber flachlegen, oder eine Frau, die dicke Titten hat oder dicken Arsch. Wir haben mal drüber geredet, weißt du? Ja. Das ist eine Diskussion, die kann man gerne führen. So. Ja, genau. Aber du brauchst mich nicht fragen, ob das Video gut ist. Wer dieses Video guckt, genau, das ist es, Bruder. Also ich bin auch der Meinung, das Video ist Baba. Ist Fakt. Geil gemacht. Ist Fakt. Also ist was, was es in Deutschland noch nicht gab. Allein dafür muss man dann auch wieder Respekt dalassen. So. Ja, man muss sich fragen, warum gab es das in Deutschland noch nicht? Mhm. Das ist ja die Frage. Warum hat in Deutschland jemand das noch nicht gemacht? Ich glaube halt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man hier in Deutschland wird halt oft darauf geguckt, was sagen andere über mich, was denken die, für was ich stehe und so. Ich glaube schon, dass vielleicht ein paar sich vielleicht nicht getraut haben, diesen Move zu machen. Ja, genau. Und das ist Showbusiness und nicht, ich bin Bescheiden-Business. Es ist Showbusiness. Es geht darum, Welle zu machen. So. Es geht um Entertainment. Und die Reaktion ist immer wichtig. Und auch deswegen sage ich auch, wenn du mich vergleichst mit, oh, du hast dich hochgekämpft und die Leute haben auf dich so und so reagiert. Leute müssen verstehen, ich mache Sachen, dass Leute reagieren. Mhm. Ob die gut reagieren oder schlecht reagieren, ist erstmal scheißegal. Hauptsache, sie reagieren. Die reagieren erstmal. Das Schlimmste sind Leute, Rapper. Wie viele Rapper habe ich unter Vertrag gehabt? Das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, ob... Ja, du spast. Keiner kennt dich. Du rappst gut, du siehst gut aus, aber keiner kauft deine Platte. Warum? Weil du dir immer darüber Gedanken machst, wie könnten welche Leute reagieren. Und dann gibt es noch behindertere Leute, die dann das kommentieren, wie Leute bei mir schlecht reagieren. Als wenn ich es nicht vorher wüsste, wie die reagieren. Als wenn ich nicht vorher wüsste, wenn ich was sage oder tweete, wie die Leute reagieren. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Verstehst du, was ich meine so? Und die Leute sind immer noch so blöde und sagen mir dann, ey Flair, da hast du dich ja voll gefickt, Mann. Weil du hast voll Hate abbekommen. Du bist voll wack, Mann. Da bist du behindert. Ich bin Rapper, ich bin dazu da, dass die Leute auf mich auch schlecht reagieren. Darum bin ich ja Rapper geworden. Sie ist Rapperin, sie ist dazu da, dass die Leute sagen, oh mein Gott, ist der Arsch extrem. Ja, dafür ist sie ja da. Wenn sie normal aussehen würde, würde sich keiner für sie interessieren. Aber sie lässt ihren Arsch vielleicht ein bisschen machen, ihre Lippen, sie schminkt sich. Aber das ist ihr Job. Das ist Showbusiness, Mann. Das wird in Deutschland immer so behindert sind. Also findest du die Diskussion an sich so von wegen... dass man gucken muss, was man für eine Vorbildfunktion hat vielleicht. Also diese ganze Diskussion, wie präsentierst du dich, wie nehmen kleine Kids das wahr, du hast eine Vorbildfunktion. Hat da drin nichts zu verlieren, habe ich richtig verstanden. Ne? Was soll denn daran falsch sein, dass eine Frau sich weiblich darstellt? Weißt du, sie, guck mal, erstens macht sie es mit Klasse. Sie macht genau, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du es mit Klasse machst oder ob du es billig machst. Nein, nein, aber das Problem ist, guck mal, Leute sagen jetzt zum Beispiel, sie reduziert sich auf ihre Sexualität. So, oder wenn ich jetzt nackte Frauen in meinem Video habe, die da so halbnackt rumtanzen, dann reduziere ich die Frau auf ihre Sexualität. Nein, ich reduziere mich auf meine Sexualität. Ich sage, die Frau, die sowas macht, ist für mich ein Traum. Ich reduziere mich.
Ihr könnt gerne mich dafür auslachen, dass ich sage, geil, ich finde die geil, ich bin voll der, wie sagt man? Gorilla so. Gorilla, so. Urmensch, so primitiver Steinzeitaffe, ja. So. Könnt ihr gerne sagen, dass ich mich als sowas mit Keule auf dem Kopf so, dass ich mich darauf reduziere so. Mm. Aber das heißt nicht, weil ich Frauen deswegen geil finde oder. Weil das für mich wichtig ist, heißt es nicht, dass ich die Frau deswegen darauf reduziere. Und sie hat das begriffen. Shirin David ist eine, die hat's begriffen. Die hat auch die Mädels, die haben es begriffen. Die haben gemerkt, okay, ein Mann geht auch auf die Bühne oberkörperfrei. Da kommen jetzt auch nicht andere Männer und sagen, also wenn ihr Frauen den anguckt, reduziert ihr uns Männer auf unsere Sexualität. Behindert? Sie hat das verstanden, weil sie hat Selbstbewusstsein und sie hat sie bleibt beim Thema. Und sie weiß, wenn sie sich da sexy präsentiert und wenn sie sich da cool präsentiert, dann ist das ein gutes Beispiel für Frauen, die sagen, ey, weißt du was, ich präsentiere mich sexy. Wie weit ich das mache, ob ich jetzt Strapse anziehe und Unterwäsche oder ob ich jetzt da so einen Top anziehe, soll jede für sich machen, wie sie sich wohlfühlt so. Aber ich als erwachsener Mann, ich würde niemals sagen, guck mal, voll die Schlampe. Ich mache das nicht. Warum? Weil das die Wahrheit ist. Ich will ja eine Frau genauso sehen. Ich finde es ja genauso geil. Und auch und das sollten Jugendliche lernen. Jugendliche sollten lernen, dass nur weil eine Frau da sexy gekleidet ist, brauchst du als Mann nicht gleich am Zeiger drehen. Sondern bleib mal cool und nicht gleich Schlampe, sondern bleib mal cool, nur weil du gerade nicht klarkommst und weil du vielleicht mit der Frau keine drei Sätze reden könntest. Das ist ja das, was die Kinder lernen müssen. Dass, wenn du irgendeine Frau auf der Straße siehst, Alter, brauchst du nicht gleich Schlampe rufen, wenn sie sich nicht umdreht. Und wenn sie sich umdreht und du sie fix, sagst du auch später, sie ist eine Schlampe. Also was soll sie jetzt machen? Was sollen die Frauen machen, wenn die auf Rollkragenpulli so Dings sagen wir, ach, Brüder, Behinderte, ja? Und wenn sie dann so kommen, sagen wir, ach, Schlampe. Ja, was denn jetzt? Behindert. Es ist Kinderkacke. So, und das ist das Problem, dass in Deutschland die Frauen durch dieses ganze Gleichberechtigung und Gender Mainstream und sowas, die checken nicht, dass es voll am Thema vorbei ist. Das eine ist die Baustelle, das andere ist die Baustelle. Das ist ein Musikvideo, da zeigst du was, da machst du Welle. Entertainment. Und wenn du das Video ausmachst, dann kannst du gerne auf deine Arbeit oder in deiner Wohnung mit deiner Frau, kannst du gerne wieder anders machen. Und gerade die Menschen, die nach außen hin ja immer so tun, sind die Schlimmsten. Die Typen, die in der Börse arbeiten oder diese Banker in Frankfurt, die ganze Zeit mit Schlips und so. Ey Leute, ich schwör's, die lassen sich nach Feierabend treten, anpissen. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja, ja. Ich will damit sagen, die dann immer so tun und die ganze Zeit etwas verkörpern, was gar nicht deiner Natur entspricht. Guck mal, ich als Rapper, ich mach genau das, was meine Naturinstinkte sind. Ich lasse meine Eier raushängen, Alter. Ich rede, ich rede über Frauen, wie ich so was in meinem Kopf ist. Ich laufe so, ich bewege mich so. Ist alles natürlich. Für viele ist es wahrscheinlich dann zu natürlich. So und darum mache ich nicht bei mir zu Hause heimlich die Tür zu und mache damit meiner Frau irgendwelche kranken Sachen, um das wieder zu kompensieren. Ich mache das, was ich rappe, bin ich auch. Fertig aus, genau so. Wenn eine Frau sich mit mir trifft und die mit mir in der Kiste landet, die weiß bestimmt, dass ich kein Dings bin. Ich bin nett, höflich, ich hab noch nie eine Frau wie Kacke behandelt, aber bei mir muss schon scheppern. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der dann sagt, okay, bitte peitsch mich aus. Verstehst du, was ich meine? So, und ich glaube, das ist klar durch meine Musik. Ja. So, und ich komme damit klar, dass ich. Also ich finde es viel besser, wenn jemand direkt ist. Das ist eine direkte Form von Kunst. Ja, ja. So, ich würde, das Schlimmste wäre, wenn du Shirin David jetzt kennenlernst und die wäre voll die verklemmte Olle. Mhm. Das wäre das Schlimmste. Aber als Vorbildfunktion und diese ganze Scheiße, was die Leute jetzt raushauen und so. Ja. Bruder, muss ich dir teilweise widersprechen. So, ich bin schon einer, der sagt. Wie du sagst, es ist Showbusiness, marketingtechnisch. Ja. Wenn ich ihr Manager wäre und wenn ich das alles so organisieren würde, würde ich sagen, genau der richtige Move, genau so, Shirin, weiter. Ja. Wichtig finde ich aber immer, dass es auch noch Gegenbewegungen gibt. So. Wie viele Frauen gibt es in der Öffentlichkeit, die nicht nur Arschtippen flexen, sondern soll auch es? Sagen, soll ey, es? Aber mal nicht auf. Im Hip-Hop. Nein, ich meine allgemein so. Weil ja, aber du redest gerade mit einem Rapper. Ja, ich will nur kurz die andere Seite noch mal von der Medaille noch mal sagen, es gibt halt auch viel zu wenig, die nicht nur sich auf Arschtitten fokussieren und konzentrieren und auch mal zeigen, wir haben was drauf, Digga. Weißt du, was ich meine? So jetzt unabhängig vom Rap-Game oder Nicht-Rap-Game. Wie was drauf? Ich sage, dass die meisten weiblichen Vorbilder in der Öffentlichkeit, ne? Die meisten. Flexen auf Instagram Arschtitten.
Nein. Und das zeigt den jungen Leuten, ja, Moment, du musst Arsch Titten flexen, damit du... Nein, aber du weißt, was ich meine. Nein, nein, ich weiß, was du meinst, aber das ist ein Fehler, weil du machst jetzt 5 Baustellen auf. Nein, sie. Ich habe das ja ganz klar unabhängig von... Ja, weißt du? Ja, nein, aber das kann man ja gerne, das kann man ja nebeneinander auslegen. Irgendwelche Frauen, die ganze Zeit so irgendwelche Nacktbilder bei Instagram machen, so keine Ahnung, die promoten meistens noch was anderes. Entweder gehen die anschaffen, entweder gehen die tanzen, entweder sind die Hostessen oder Instagram-Influencer, Video-Ollen. Aber auch Annika von nebenan, die 13, 14 ist, die Shirin oder andere Frauen in der Öffentlichkeit, Cardi B, was weiß ich, Kim Kardashian, diese ganzen Ollen flexen sieht, sagt, ey, ich muss jetzt auch mal einen Minirock anziehen und mal ein Instagram-Foto rausflexen oder ja, irgendeinem Jungen mein Arsch zeigen, so, weißt du? Ja, wenn die dann aber so dumm ist und nicht versteht, warum das eine Nicki Minaj macht, wenn sie so dumm ist und nicht versteht, warum es eine Cardi B macht, dann ist die Olle dumm. Ja, was heißt die Olle dumm? Vielleicht hat die nicht die richtigen Werte vermittelt gekriegt, Bruder, weißt du? Und da muss es jemanden geben, zu dem sie aufschauen kann, der auch richtige Werte vermittelt. Sollen ihre Eltern mit dir reden, Alter? Wenn die es nicht hinkriegen, Bruder. Dann hat die Pech gehabt. Soll jetzt Shirin David die Mutter spielen? Nein, nicht Shirin David. Mutter Teresa, Alter. Ich sag nicht Shirin David, aber es muss auch was geben, Dicker. Es muss auch was geben. Ja, Eltern. Alter, auch jemand in der Öffentlichkeit, der auch Fame hat, der auch Hype hat, der auch aber vernünftige Werte vermittelt. Nein, aber du machst ja den folgenden Denkfehler. Du verstehst ja nicht, wie so ein Medium funktioniert. Das Medium, das ist ja Schwachsinn. Was soll sie denn? So jetzt, okay. Ich rede nicht von Shirin, Bruder. Nein, ich rede auch nicht von Shirin, aber Shirin sitzt gerade vor uns hier mit ihrem Video. Shirin soll jetzt am besten, wenn das Video vorbei ist, dann nochmal so eine Beschreibung machen. Nein. Aber Leute, wenn ihr Kinder seid und eure Eltern haben euch gefickt und ihr seid alleine, dann denkt nicht, dass ihr das auch machen müsst. Ganz im Ernst, das ist gesunder Menschenverstand. Ja, Bruder, keine Ahnung. Ich bin halt so ein Typ, ne? Ich versuche halt auch mit meiner Reichweite, die ich habe, jeden Mittwoch zum Beispiel Videos zu machen, wo ich jüngeren Leuten was mitgebe, die gerade nicht diese Eltern haben und denen die richtigen Werte beibringen. Ich finde es auch gut, wenn in der Öffentlichkeit Frauen kommen, die in anderen Bereichen, wo es angebracht ist, dann sagen, das sind die Werte, die wir vermitteln. Aber nochmal, es ist Showbusiness, nicht Elternabend-Business oder Wertevermitteln-Business. Ich gehe auch nicht auf eine Party, wo Alkohol getrunken wird und halt dann da die Bibel hoch oder den Koran und versuche dann da zu predigen. Das heißt, bleibt mal beim Thema. Es ist vollkommen richtig, was du sagst. Es sollen auch Frauen zeigen, dass es auch noch was anderes gibt, außer nur ihr Aussehen. Meiner Meinung nach hat sie das aber auch gemacht in dem Video. Sie rappt krass, sie ist selbstbewusst, sie hat Style. Da ist sehr viel Kunst und Geld und Initiative und Leidenschaft und Musik und die Rap. Alter, die Leute wissen nicht, was dahinter steckt. So. Und ich will, deswegen sage ich auch bei dem Video, auch bei dem Song ist es nicht so. Aber da bin ich voll bei dir, ne? So, aber du hast recht, in anderen Bereichen, aber kommt nicht auf die Party, Alter, und predigt da. Geht in die Kirche, Alter, und wenn ich in der Kirche sitze, sage ich auch nicht, boah, wenn da jetzt eine Shirin David nackt vorbeiläuft, sage ich, boah, geil, Alter, ich bin Rap. Bleibt beim Thema, die Leute dürfen nicht immer von, das eine schließt das andere nicht aus. Nur weil es sowas gibt, was meiner Meinung nach super Niveau hat, ist es für andere Leute wahrscheinlich schon niveaulos. Dann sollen die aber auf ihrem Gebiet auf ihrem Gebiet kämpfen. Aber geh nicht in ein anderes Gebiet rein und versuch die Leute runterzumachen, weil das ist nicht das Thema. Das ist Bullshit so. Weißt du, wenn du, ist genauso wie bei mir, wenn Leute kommen und sagen, ey, pass auf, Alter, so, du rappst über Gewalt, du rappst über Straße und so, das ist nicht gut, kleine Kinder hören das und kleine Kinder nehmen sich dann ein Beispiel daran. Die Leute verstehen nicht, ich bin dieses kleine Kind gewesen. Ich habe die Scheiße erlebt. Ich bin das gewesen. Ich habe keine Eltern gehabt. Ich kam aus dem Heim. Ich war in der Klapse. Leute haben auf mich geschossen, gestochen. Auf mich hat die Welt richtig reingekackt. Und ich habe dann meinen Weg gemacht. Ich bin dieses Kind. So, das heißt, Leute sollen erstmal mich fragen, warum ich als Kind sowas erleben musste und sollen dann an mir, an diesem Beispiel sehen, okay, vielleicht, was könnten wir ändern? So, wenn es jetzt darum geht. Ganz einfach so. Ja, und nicht dann immer sagen so, ja, weil ich jetzt das gerappt habe, habe ich mir das ausgedacht und die Leute hören es dann und machen es jetzt alle nach. Und wie gesagt, und ich finde Shirin David, jetzt nochmal zu diesem Thema, wie sie als Frau damit umgeht, ich finde, sie geht sehr selbstbewusst damit um, mit ihrer Sexualität, und ich finde nicht, dass sie sich da verhurt. Ich finde nicht, dass das jetzt so aussieht. Ja, danke. Ich finde jetzt nicht, dass es bei den Mädels da so aussieht, als wenn die jetzt irgendwas Schlimmes machen. Ich habe keine Szene gesehen, wo ich dachte, das ist jetzt zu viel oder too much. Too much. Wir haben jetzt erst ein paar Sekunden gesehen. Ja, lass doch mal ein bisschen weiter. Da, wo sie auf dem Motor mit dem Arsch ein bisschen wackelt und so, Cardi B hätte mies in die Kamera gemacht. Ja, voll. Voll. Ja, voll. Also wenn ich beim Set gewesen wäre, hätte ich gesagt, turn around. Ich hätte gesagt, Shirin, hör mal zu. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Drehen wir jetzt ein Video oder schwulen wir rum? So, weißt du, ich hätte gesagt, ey, komm, was ist los?
Bist du jetzt straight oder bist du, oder kackst du jetzt ab? Ja, ja. Bei mir hätte sie gemacht. Ja. 100%. Nächstes Video. Flair Director. Nein, bloß nicht. Nein, bloß nicht. Aber bei mir wäre das dann wirklich wieder so. Wie gesagt, ich Bruder, mach ein Feature, Digga. Ja, gerne. Ich bin bereit. Ohne Scheiß, Alter. Ja, würde voll geil passen, Mann, auf jeden Fall. Ja. Krass. Also, wie gesagt. Also, ey, wie gesagt, Mann, Alter. Nochmal. Ich sehe auch jemanden, der ist auf seiner Insel. So, ja klar, ich bin, ja Bruder, ich sag mal so, du sagst jetzt, komm nicht zur Party und mach ein anderes Thema und mach hier keine Welle und so. Ich sag sogar so, guck mal. Entschuldige bitte, aber ja. Auch bei mir im Privatleben, wenn ich eine Freundin habe, mhm, und eine Freundin kommt und sagt dann, ja, aber weißt du, so kannst du mit mir nicht machen und bei anderen Männern ist so, dann sag ich, dann geh. Ich habe noch nie eine Frau geschlagen, noch nie eine Frau wie Dreck behandelt, noch nie den Dings gemacht, du weißt, ciao. Noch nie so den, du weißt, diesen Unterdrücker und so, gibt's bei mir nicht. Aber ich habe halt auch Sachen so, wo andere Frauen oder andere Männer wahrscheinlich sagen, boah, da ist der Flair aber sehr speziell. Ja. Also weißt du, bei mir gibt's keine Diskussion, ich bring die Kohle nach Hause, ich will, dass meine Frau dann, so ein paar, so Rollenverteilung, ja, okay, bin ich bei manchen Sachen voll, ja, kannst du richtig so klischeebehaftet. Da muss ich sagen, ich bin voll der Bauer. Ja, ich auch. Und ich stehe dazu. Ja. Und wenn eine Frau dann nicht will, dann sage ich nicht, oh, du Fotze, du Schlampe. Dann sage ich, passt nicht, tschüss, ja, mach dein Ding. Ja, ja, so, ja, weißt ja, du, ja, es ist... Ja. Aber ich sage nochmal trotzdem Statement, Leute, die in der Szene stattfinden oder Leute, die auch in dem Rap-Genre und im Hip-Hop-Genre stattfinden, da gibt es nichts Verwerfliches dran, wenn die sich auch mal hinsetzen in dem Interview und versuchen, vernünftige Werte rüberzubringen, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, klar. Versuchen, was zu vermitteln irgendwie. Wenn jemand mit mir ein Interview führen möchte über vernünftige Werte... Machst du auch. ...in einem Rahmen, dann rede ich auch gerne darüber. So. Ja, das, ja. Aber die Leute... Und da muss ich sagen, dadurch, dass es halt wenige Frauen gibt in dem Genre oder in dem Business allgemein, die sich hinsetzen und Werte vermitteln, da fehlt noch was, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, wir haben auch bei den Männern im Rap Leute, die versuchen, was zu vermitteln. So ein Kollege zum Beispiel stellt sich hin, versucht, was mitzugeben, versucht den jungen Leuten irgendwie eine gewisse Wertevorstellung zu vermitteln und zu sagen, ey, ihr könnt was aus eurem Scheißleben machen. So, ja, weißt du, was ich meine? So. Es gibt wirklich, wenn du mich persönlich fragst, es gibt genug Bereiche im Leben, wo es Leute gibt, deren Job ist es, Kindern Werte zu vermitteln. Es gibt die Schule, es gibt dein soziales Umfeld, es gibt die Eltern. Es gibt leider in Deutschland wenig Community. Auf wen hören die am meisten? Weißt du, auf wen hören die am meisten? Das ist aber das Problem. Das ist aber das Problem. Wenn mein Sohn mehr auf Dings hört, Alter, auf Shindy als auf mich, dann schlage ich den tot, manchmal. Wenn mein Sohn mehr auf irgendeinen Rapper hört als auf mich, dann habe ich was falsch gemacht. Ja. Dann bin ich vielleicht der Spaß. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich sag auch, aber das fängt zu Hause an, ne? 100%ig fängt zu Hause an. Ja, ja. Aber die also Leute, wie gesagt, ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Wenn meine Tochter, die ist jetzt keine Ahnung, 16 oder dann 13 und die hört es, dann würde ich. Wenn die zu dir kommt und sagt, Papa, ich will auch so ein Musikvideo drehen oder ich will auch so rumlaufen, wie die da rumgelaufen ist, so in die Schule gehen. Ja, dann würde ich sagen, in die Schule gehen kannst du so nicht. Dann würde ich sagen, ich würde sagen, also wenn du jetzt denkst, du kannst so in die Schule gehen, dann habe ich was falsch gemacht. So, ich glaube, dass wenn ich meine Tochter gut erzogen habe, dann wird sie gucken. Dass es ein Film ist so. Dann weiß sie, dass es so, dass es der Vibe ist. Wenn sie mal, keine Ahnung, später einen Freund hat, Alter, dann kann sie sich gerne für ihren Freund so anziehen. So, weißt du? So, dann kann sie gerne mit ihrem Freund so eine Filme machen. Oder ja, wenn sie später erwachsen ist und selbstbewusst und weiß, wo ihre Grenzen sind, Alter. Ja. Weißt du, guck mal, ich sag euch mal eine Sache. Es gibt Frauen, gut, es ist auch eine super Metapher. Es gibt Frauen, die haben in ihrem Dorf mit 5 Typen gefickt. Mhm. Sind die größten Huren. Ich rede von dem Ruf. Laut ihrem Ruf sind die größten Huren, weil die 5 Typen kennen sich alle untereinander. Und da wird natürlich geredet. Boah, ich habe sie gefickt. Du auch. 5 Typen. Und die Olle ist vielleicht schon 36. So. Und dann gibt's Frauen in einer Großstadt, die haben mit 500 Typen gebankt, aber die Typen kennen sich nicht, weil wir leben hier in zig Bezirken. Verstehst du? Ich will damit sagen, eine Frau hat leider immer dieses Problem, wie stellt sie sich an? Wie verkauft sie sich? Und ich sage nicht mal, dass es richtig ist, weil das ist mittlerweile das Ding bei den Frauen, was sich bei denen so eingebrannt hat. Mhm. Die kommen und jede Olle, ich bin nicht so eine. Ich hab noch nie einen Arsch, ich hab noch nicht so. Ja. Alle dieselbe Masche, alle dieselben Sprüche. Und wenn du dann sozusagen mal ein bisschen hinter die Kulisse guckst, merkst du, dass es auch nur derselbe Shit ist quasi. Ja, dass wir uns alle sehr ähnlich sind. Ja, weil die halt, aber die haben diesen Druck und müssen so, ey, ich bin nicht so, genau, denen ihren Kopf gefickt haben mit so, genau, ey, wenn du mit so und so viel Typen hast, bist du gleich eine... Genau, und ich finde bei Showbusiness und bei so Shirin David jetzt bei dem Thema, ich finde es halt super entspannt. Ja, Mann. Weil sie
in gewissen Sachen natürlich auch immer noch sagt, ey, ich muss hier jetzt nicht alles von mir preisgeben, aber wenigstens bei gewissen Sachen macht sie keinen Film. Mhm. Und das ist für mich als Mann so cool. Mhm. Sie kommt, Alter, sie vermittelt mir als Mann das Gefühl, wenn ich das jetzt konsumiere, die ist eine geile Sau. Mhm. Ja, Bombe. Das ist doch genau das, was ich hören will. Ja. So, ja, gib ihm, Baby. So, fertig. Und das ist halt, super entspannt für einen Typen, weil ich den ganzen Tag nur Filme habe. Alter. Filme da so. Und dazu muss man sagen, die amerikanischen Vorbilder, die wir ja auch alle haben, da ist sozusagen, das Leben ist dann, spielt dann noch mehr so in gewissen Bereichen statt, wo Frauen wirklich um ihre Existenz kämpfen. Also wenn eine Frau im Stripclub tanzt, dann wird keine andere Frau sie so schnell verurteilen, weil sie weiß, sie macht es für ihre Miete und für ihre Kinder so. Mhm. Und wenn wir hier in Deutschland solche sozialen Ausmaße annehmen, dann wird das auch noch viel mehr sozusagen, noch viel extremer, weil dann geht es ums Überleben so. Und dann spielt die Frau ihre Karten und die Männer spielen ihre Karten. Das heißt, die Männer haben mehr mit Gewalt zu tun, haben mehr mit Unterdrückung zu tun, mit Dominanz, und Frauen haben mehr mit ihren sexuellen Reizen zu tun. Obwohl, wird auch Männer geben, die sich verhuren. Keine Ahnung, so stecke ich nicht drin. Aber stecke ich nicht drin, der Homo. Aber steck it out, Alter. Ja, und deswegen würde ich damit sagen, so, es ist dieses ganze Gebrabbel, dieses Vorbild und es ist natürlich auch sehr krasser Luxus, wenn du in solchen Bereichen dich darüber beschweren kannst. Wenn eine Frau jetzt das Video sieht und sagt, Etepetete und so, da merkst du, Alter, da ist schon die Dekadenz. Mhm. Also das ist nämlich die wahre Dekadenz. Das ist nämlich dieses wahre Geheuchelte. Alter, dass eine Frau ein bisschen mit dem Arsch shaked und ein bisschen Rap, Baby, gib ihm, ja, jetzt werden die Kinder alle verhurt. Ja, warte. Aber Internet hier, Alter, kannst du ein UGIS, YouPorn von vorne bis hinten, Alter. Wenn ich nachts, keine Ahnung, Alter, jetzt rede ich so, was jeder Rapper wahrscheinlich am Anfang erzählt hätte. Ja, wenn du nachts dann Fernsehen guckst und die Werbung siehst für irgendwelche Sex-Hotlines, da wird mehr gezeigt. Verstehst du? Es ist ein Argument, es wäre nicht mein Hauptargument, aber wenn wir jetzt da anfangen zu gucken, wann unsere Kinder jedes Mal verhurt werden könnten, also hast du richtig zu tun. Darum, ein Kind muss als allererstes vom Elternhaus eine Erziehung haben, und dann kann es auch damit umgehen. Dann ist es auch eine coole Sache. Dann ist es zwar eine extreme Sache, aber es ist eine coole Sache. Das ist, wie gesagt, ich sag auch nicht, dass es ihre Verantwortung ist, Mann. Null. Es ist nicht ihre Verantwortung. Null. Aber null. Diskussion finde ich schon auch wichtig, Digga. Ja. Aber ich finde wirklich jetzt, wenn wir jetzt nicht so pro, so flairmäßig, männermäßig darüber reden, auch für, ich meine es jetzt ernst, auch allgemein für die normale Gesellschaft. Ich finde, sie hat das mit Klasse gemacht. Das ist überhaupt nicht billig oder sowas. Mhm. Null. Lass mal weiter reinfetzen, ne? Ja, weiter rein. Vielleicht kommt da noch was Billiges. Was Versautes. Ich finde, die Tanzeinlagen hätten noch ein bisschen perverser sein könnten. Kilometerlang ist die Lettos. So gut wie wir aussehen, ist schon respektlos. Sie kommen an, sagen, siehst du, sie nimmt jetzt Männer. Ich wollte nur. Ja, die sie zum Hund macht. Sie macht den anderen Film. Ja. Du machst nur andersrum. Genau. Sag ich jetzt, sie hat die Männer vielleicht jetzt beleidigt? Nein, Mann, ich sag Opfer, die drei Typen, die da mit ihren Waschbrettbäuchen stehen, ich kann mich mit solchen Typen null identifizieren. Wollte ich gerade sagen. Weil ich wollte nie der Waschbrettbauchschwanz sein, der sich zum Horst macht in der Disco oder als Chippendale oder sowas. Aber dein Lippen blutet gerade ein bisschen. Ja, ich hab Dings, Alter, richtig krass trocken. Egal. Ich hab hier schon gestern Dings, immer Heizung zu Hause, immer draußen kalt. Mhm. Jedenfalls, ich wollte nie der, wie nennt man solche Typen, der Schönling sein. Ich bin der, was bin ich für ein Typ? Mehr so der Bruce Willis. So Motherfucker, Bruder. Ja, genau. Keine Ahnung, so ich könnte in einem Actionfilm mitspielen und nicht in einem, keine Ahnung was. Du wärst jetzt nicht einer von denen, die sich da hinstellen würden und das machen würden, oder? Genau. Ja. So, und deswegen fühle ich mich auch nicht da angegriffen. Mhm. So, weil ich aber auch weiß, was für ein Typ ich bin und wofür ich stehe. So. Und deswegen verstehe ich auch nicht Frauen, die dann halt solche Frauen bei mir im Video sehen und dann sagen, ich fühle mich davon jetzt angegriffen. Nein. Darum, wenn Frauen dann kommen und sagen, sie macht uns Frauen. Alter, was hast du mit der...
Scheiße. Ein Diss muss ich jetzt reindrücken. Oh oh. Die haben Eulen ausgewählt und haben auf jeden Fall darauf geachtet, dass keine daneben steht, die nochmal ein bisschen mehr ballert als sie. Was? Was? Safe. Safe. Hundertprozentig. Also Shirin. Ich hab mir auch gedacht, die sind ja nicht hässlich. Nee, nee, aber hässlich. Die sind nicht. Ist dieser Cheerleader-Effekt. Ja, ja. Guckst du, okay, die sind geil. Oh, ja. Und dann guckst du sie an. Geht so. Ja, ja. Also die sind auch alle hübsch, ja. Aber, sind süß und so, aber die sind, die ballern halt nicht, ne? Genau. Also ja. sie ist schon dann so die Einzige, die so dann so die Kurven hat und so. Ja, und, ja, ja. Und die Haare hat und so. Da haben die schon drauf geachtet. Ja, ja. Ich glaube, Ollen sind allgemein so. Ja, ja, selbst klar. Im Freundeskreis, die wählen sich das so ein eine bisschen. Eine Geile rennt immer mit zwei Fetten rum, ja, ja. So. Ja, ist so, Digga. Ich hab das nie gemacht, Alter. Ich bin immer mit Jalil im Club gewesen, der hat immer mehr Eindruck gemacht als ich. Ja, ist doch scheißegal. Ja, ist doch cool. Ist doch voll cool, Mann. Voll. Ja. Aber ist echt so, was? Sie ist die Einzige, die alles Super Size. Super Size. Den Spruch habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das, ich weiß nicht, was Super Size ist, Digga. Das ist geil. Dieser Move. Ja. Die limitierte Box jetzt überall bestellen. Vorbestellen. Geil, bestellt man. Gib ihm Shirin David. Ja, Mann, Alter. Ja, super. Wie gesagt, einen Knackpunkt haben wir gefunden, die Weiber. Ja. Also für mich persönlich hätte es noch ein bisschen mehr auf die Kacke sein können. Ja, aber das ist doch immer ein erster Schritt, sag ich mal. Die, die hätten das Motorrad, wo sie mit dem Arsch so machen, mit dem Motorrad hätten sie es ein bisschen mehr drehen müssen. Ein bisschen zur Seite. Ja, ja, man sieht nur so leicht so. Schade. Ja, aber ich find's cool. Jetzt für Deutschland ist es ein erster Step, weißt du? Mal gucken, was jetzt kommt so. Voll gut, Alter. Ich bin mal gespannt, was auch ihr Album jetzt sagt. Also in was für eine Richtung es geht, weil die erste Single war ja komplett was anderes, war ja mehr so R&B-ige Hook, mehr gesungen. Ich glaube, das Album wird dann in dem Punkt jetzt nicht so, es ist ihr erstes Album, die war ja jetzt nicht bekannt dafür, dass sie jetzt eine krasse Rapperin ist. So. Mhm. Ich glaube, so, die haben wirklich probiert, da jeder Song irgendwie als Single, ja, ja. So Major-mäßig. Ja, 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 ja. So, ich ist ja jetzt auch bei Universal. Ja, ich weiß. Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt so... So ein rundes Album ja, machen. Ja, ich glaube, ja, das wären jetzt so... Die haben versucht, dass jeder Song irgendwie ein Knaller ist. Fertig. Oh, ich glaube nicht, dass die jetzt da krasse... Cardi B... Wie heißt dieser eine Song? Money! Dieser neue Song von Cardi B, kennst du den? Money! Nee, ist, nee, mit diesem Piano? Boah, da rappt die so einen weg, Alter. Boom. Oh. Ja? Ja, sowas, glaube ich, kann dann jetzt in Deutschland... Das dauert noch, dass sowas kommt. Geil, Alter. Das schon krass war, wie die, die Cardi B, Alter, wie die einfach so, so krass rappt, so krass tanzt, so krass ist, abgeht, ja, ja, so viel Attitude, Charisma, coole Art hat. So, ey, das ist echt, Alter. Die haut richtig auf die Kacke, Mann. Einfach cool, Mann, so. Einfach cool, Mann. So dieses, was Nicki Minaj sich ein bisschen verkackt hat durch ihre abgehobene Art, hat sie voll reingeschissen, hat sie richtig platt gemacht. Weil Nicki Minaj so ein bisschen so zu sehr Dings war, so auf Diva. Ja. Weißt du, so immer böse gucken, immer eingebildet gucken. Ja. Und dann kam Cardi B, die macht nur den Namen Shane, oder was sagt die immer? Namen Shane, oder was? Bruder, ich bin null im Thema, ne? Ja, ich hab... Cardi B, also ich höre wenig Frauenrap, Digga, muss ich ehrlich sagen. Mein Juwelier, wo ich mir immer Sachen aus Amerika hole, das ist A wie The Jeweler, der ist Pristine Jewelers. Müsst ihr mal auf die Seite gehen. Und der gibt auch Cardi B immer die Sachen. Und deswegen sehe ich immer die Videos, die er mit Cardi B macht und so. Okay, ey, okay, die ist okay. So lustig, Alter. Ja, hab ich aber auch schon gehört, Mann. Die hat irgendwie so eine Rede gehalten, nochmal, hat mir letztens einen Kumpel erzählt. Und dann hat die irgendwie oben auf dem Podium gesagt, was sie dann später noch mit ihrem Freund macht und so eine Scheiße. Ja. Einfach cool so. Die sind schon am Flexen auf jeden Fall. Krass. Ja, Mann. Bruder, hau nochmal das Release-Datum von deinem Album raus. 29. März. 29.3. Ja. Die Boxen sind ausverkauft. Also nur, also diese, wir haben ja eine Box gehabt mit diesem Carlo-Pulli, die ist ausverkauft. Und von der Jacke gibt es noch was in L, glaube ich, okay, bei Amazon. Ja. So, und ja, wie gesagt, jetzt Abgabe habe ich. Jetzt kommen jetzt nochmal ein paar Singles. Jetzt fange ich an mit Promo. Also das, was jetzt an Promo war, war jetzt so Aufwärmphase. Und jetzt haue ich nochmal richtig auf die Kacke. Ja, Mann. Und Dings ist, Alter, was wollte ich sagen? Features, Meaches und so? Was hast du auf drauf? Auf dem Album Sido, Adel Tawil, Bas Sultan Hengst. Geil. Moseno, wen hab ich vergessen? Alter? Moseno ist geil, Digga. Ich feier den wieder oben. Bei deinen Musikvideos rumspringt, Bruder. Auch in den Stories, Digga. Der ist richtig aktiv, ne, der Bruder? Hab ich noch jemanden vergessen gerade? Bin ich gerade behindert, Alter? Farid, ne? Farid. Farid. Sorry, Farid Bang. Ja, das war's. Ja, Mann. Ist geil. Ja, Mann.
Ey, kleines Thema nochmal am Rande, Bruder. Das muss ich nochmal aufmachen, Alter. Verschwörungstheorien, Bruder. Boah. Ich sag dir, wir sind jetzt voll auf, Alter. Ich hab gemerkt, wie das jetzt gerade im Internet. Ey, Bro, aber. Es gibt nichts, was gerade mehr die Leute interessiert als Verschwörungstheorien, ne? Ja, ich will nicht sagen, dass ich damit auch was beigetragen habe. Auf jeden Fall, Bruder. Ja. Ich streite mich privat sehr oft mit Leuten darüber. Ich bin richtig so jemand, so. Ich werd dann sauer. Was, wie kannst du das so einfach so abtun und so? Was gerade voll angesagt ist, was ich jetzt voll diskutiert habe. Also erstmal, PA Sports Interview, hat der angefangen mit diesem ganzen Pyramidenthema. Da stecke ich leider gar nicht drin. Pyramide ist mir zu langweilig, die Dokus. Ich habe mal eine angefangen, so eine Verschwörungsdoku da. Pyramide, die wurden so gebaut und die wurden so gebaut. Und die kommen nicht zum Punkt, warum die, was soll jetzt daran so krass sein? Also ist krass, wie die gebaut wurden, okay, ja. Ja, und aber dass die Architekten und Wissenschaftler heutzutage sagen, dass die so ein Ding nicht mehr bauen könnten, so, weißt du? Genau. Das ist halt so der Film, so, das ist so das Krasse, so, hä, wie? Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, was, wer soll das gebaut haben? Außerirdisch. Weiß man nicht, ja. Pierre hat mehrere Theorien gehabt. Sagt er? Der hat gesagt, dass es entweder schon mal eine Hochkultur gab vor unserer Kultur, die schon zu Sachen fähig waren, zu denen wir bis heute noch nicht fähig sind. So. Und er sagt, aus religiösen Gründen hätte der eine andere Ansicht, und zwar, dass irgendwelche, wie nennt er die Dinger, Djinns, glaube ich, heißen die im Koran, Djinns, ja, gekommen sind. Ja, so Dämonen, Menschendämonenmäßige, die mehr Power, mehr Kraft hatten und übermächtige Kräfte hatten, um so ein Ding zu bauen, irgendwie, so, weißt du? Krass. Aber die Theorie an sich ist ja, oder das Krasse an sich ist ja irgendwie, dass die anscheinend alle irgendwo in einer Reihe stehen auf der ganzen Welt. Es wurden ja jetzt noch mehr Funde gemacht. China. Echt? Ja, ja, China und irgendwo in wo war das? Irgendwo im Balkan noch. Okay, krass. Irgendwo im Balkan noch. Die sind so auf einer Linie. Anscheinend gebaut, sind die so auf einer Linie, ja, und ja, die Linie führt zur Antarktis, an dem Punkt, wo man nicht hin darf. Weißt du, was ich meine? So, es gibt ja einen Bereich in der Antarktis, es gibt diesen Antarktis-Vertrag, der wurde geschlossen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das erste, allererste Vertrag, dass es da einen bestimmten Bereich gibt, ein Viertel, wo keiner hin darf. Und das wiederum basiert darum, dass man merkt, dass die Erde rund ist. Erde eine Scheibe ist. Weil Antarktis außenrum ist. Genau. Dies, das, also, bla bla bla. Ist schon ein krasser Film, Mann, Alter. Aber ich bin selber noch nicht so krass also im Thema, erst seitdem beschäftigt. Also mich welche, worauf ich sehr, sehr krass mich reingesteigert habe, ist Folgendes. Wir waren nie auf dem Mond. 100% nicht. Und das glaube ich jetzt nicht, weil ich jetzt sozusagen mir die ganzen Videos reingezogen habe, wo die halt dann so anhand der Fotos und anhand der Videos probieren zu widerlegen, warum das, also oder probieren zu beweisen, dass es fake ist. Mhm. Sondern es ist einfach logisch, dass wir seit 40 Jahren oder seit 30 Jahren oder wie lange hat die NASA, genau. Also es gibt eine lange Zeitspanne, wo die NASA jetzt einfach sagt, sie sind nicht mehr hochgeflogen. Wo ich mir denke, die behindert. Wenn ihr eine Sache könnt und ihr habt dafür so lange gekämpft und so lange entwickelt, warum macht ihr es nicht weiter? Erstens das. Und zweitens, die selber sagen ja mittlerweile, dass sie die Technologie ja nicht mehr haben. Es gibt von der NASA dann so Sachen, ja, wir haben die Technologie, ist verschwunden und egal. Also ich finde, das reicht mir schon, dass ich sage, man, wen wollt ihr ficken, Alter? Wenn ihr zum Mond könntet, dann würdet ihr jede Woche hochfliegen und würdet da machen und tun und hin und her. Und mit dem Erde-Prinzip, da ist es wirklich so, dass es halt so viele Videos gibt, wo Leute kommen mit Fakten, mit sagen dann, dass das... Ja, Mann, ich habe mir letztens auch... So, ich will nur sagen, ich bin nicht jemand, der dann sagt, ja, das ist so. Ich sage aber auch, dass solange du nicht hochfliegst mit einem Raumschiff und selber guckst, und selber guckst oder mir ein Foto schickst, glaube ich an gar nichts. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich auch mit vielen Leuten privat streite. Wenn du mir dann diese Sachen zeigst, wo, da kommen ja Leute, ja, gib doch ein Foto von der Erde. Dann ich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, also haltet eure Fressen da draußen. Ja. Ich persönlich sehe mir diese Bilder an und für mich sieht es nicht aus wie echt. Ja. Es gibt wohl ein Foto, dieses berühmte NASA-Foto. Habe ich auch versucht letztens, wo du dann nur so die halbe Erde siehst. Ja, so. Ja, ey. Keine Ahnung, ey, Bruder, Mann. Ich bin da auch. Und auch jedes Mal, wenn die auf dem Mond sind und so, dann haben die keine HD-Kameras und so eine Kacke. Ey, also wie gesagt, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich einfach sage... Es gibt schon. Aber wichtig ist das, was du gesagt hast. Am Ende des Tages musst du selber sehen oder selber da gewesen sein, um hundertprozentig zu sagen, ob es Fakt ist oder ob es nicht Fakt ist. Das, was die Mainstream-Medien uns erzählen, glaube ich nicht. Genau, ich will damit sagen, dafür, dass sie es ja so krass können und dafür, dass es ja so voll das Normalste von der Welt ist, wie kann man überhaupt das anzweifeln, ist schon wenig Material da zum Gucken. Ja, ja. So, und diese Aufnahmen, so diese Aufnahmen, was sie zeigen in Echtzeit, du kannst ja auf nasa.de oder nasa.com oder keine Ahnung was, kannst du ja dann gucken, sieht für mich nicht aus wie
echt. Ja. Weil die selber von der NASA oder Experten, die von der NASA sind, sagen ja selber, die Erde ist nicht rund, sie ist so ein bisschen oval. Warum ist dann dieser... Also ja, weißt du, es ist so, ich sag einfach, solange keiner hochfliegt, so mit Kamera, der mich anruft und sagt, guck mal hier, baba, glaube ich an gar nichts. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, es gibt gar nicht mehr, also die Jugend heutzutage oder die Generation, unsere Generation vor allen Dingen. Wollen wir nur kiffen und... Nein, sind aber auch voll offen gegenüber dieser ganzen Scheiße. Ach so, die fangen an zu hinterfragen. Okay, krass. Mittlerweile gehen irgendwo, ein Freund hat mir letztens zugeschickt, gehen irgendwo 2000 Schüler an jedem Freitag irgendwie auf die Straße und demonstrieren, gehen nicht zur Schule, weil die irgendwie die Wahrheit wissen wollen und weil die irgendwie gegen den Klimawandel kämpfen und so. Ja, ja. Bruder, das sind die ersten Schritte so. Geil. Weißt du, was ich meine so? Und das wird kommen. Irgendwann kommt die Scheiße, Bruder. Irgendwann kommt die Revolution, wo dann alle auf die Straße gehen und sagen, ey, wir lassen uns nicht mehr ficken von euch. Wir lassen uns nicht mehr verarschen. Und was Leute auf jeden Fall immer krass als Argument bringen, die sagen dann, ja, warum sollten weiß ich nicht, die Illuminaten oder so, warum sollten die jetzt lügen und sagen, dass es kein Ball ist und keine flache Erde? Sag ich dir ganz einfach, dass wenn du als Mensch das Gefühl hast, du bist auf einem Ball irgendwo in einem riesigen Universum und rast mit ein paar tausend Kilometern um die Sonne oder durchs Weltall, dann gibt dir das schon ein Gefühl von Minderwertigkeit. Echt, da? Na ja, klar, wenn du jetzt sagst, ey, wir sind meinetwegen das Zentrum vom Universum und wir sind auf so einer Scheibe und da gibt's noch mehr oder irgend so eine scheiß Theorie, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht... Gibt dir das mehr Selbstbewusstsein? Ich glaube, dass es dich als Mensch mehr fühlen lässt, dass du was Besonderes bist. Mm. So, weißt du, ich meine, ich glaube so, wenn du jetzt, keine Ahnung, es gibt noch tausend andere Bälle und da sind tausend Planeten, du bist auch noch ein Ball, so. Ja, ja, ich es weiß, gibt dir schon so ein Gefühl von so... Ja, ich bin nur ein Penner. Krass, so habe ich es noch gar nicht gesehen, Alter. Ja. Ich glaube halt, was Kollege auch in meinem Interview letztens gesagt hat, so, da bin ich auch voll überzeugt, das habe ich mir auch so eingetrichtert, so. Dass es halt gerade so ist, diese Pyramidentheorie, dass es oben halt ein paar wenige Menschen gibt, die mehr Wissen haben als wir über gewisse Sachen. Ja, ja. Und dass es denen einfach einen Vorteil verschafft. Weißt du, was ich meine? So, die sind einfach im Vorteil. Wenn die jetzt wissen zum Beispiel, dass die Erde flach ist, aber wir denken, die ist rund, dann haben die vielleicht einen gewissen Vorteil, den die daraus ziehen, dass nur sie das wissen und wir nicht wissen. Ja. Das ist so ein Machtding. Weißt du, was ich meine? So, vielleicht hat das nicht mal einen Effekt auf dich jetzt als Mensch, so wenn du jetzt sagst, ey, die Erde ist flach, aber... Ich glaube nicht mal Machtding, sondern nicht nur wie du das jetzt sagst, das bestimmt auch, aber Vorteil, da kann man wieder sagen, ja, was für ein Vorteil. Ich glaube halt einfach, dass es eine Bewusstseinsfrage ist, dass du dann halt sagst, ey, Moment mal, Alter, hier gibt's diese Erde, ob die jetzt so ist oder so ist, aber wir sind die Menschen und es gibt nichts anderes. Mhm. Oder vielleicht gibt es noch was anderes, aber das steht uns zu. Mhm. Und nicht dieses, wir sind auf einem Ball und du kannst da nicht hin und du kannst da nicht hin und du bist eh gefickt und der Ball, der fliegt durchs Universum. Dann denkst du schon, du bist ein Opfer. So. Verstehst du, was ich meine? So? Ich glaube halt, dass du als Mensch dann immer sagst, ey, Moment mal, Alter, ich bin hier, bla, es gibt nicht mehr so viel, lass mal hier darauf achten, wie wir hier leben und wer seid ihr überhaupt, dass ihr uns was vorschreibt. Vielleicht ist es das, aber Dicker. Ja, das ist alles so. Ich sage sowieso, wenn es da so ein, wo gibt es diesen Punkt an der Arktis? Antarktis, Bruder. Da gibt es wohl diesen nach dem Zweiten Weltkrieg, das allererste, was die Alliierten gemacht haben, sind zur Antarktis geflogen mit einer Truppe von allen, also Franzosen, Amerikaner, alle waren dabei, rübergeflogen, sind an irgendeine Stelle gegangen, sind zurückgekommen und haben einen Vertrag geschlossen. Das Ding wurde so und so aufgeteilt und dieser eine Bereich darf nicht betreten werden. Ja, dann würde ich mal sagen, warum auch immer. Dann würde ich mal sagen, alle hin da und rein da. Ja, das ist so fände ich es am besten. Ja. Nicht so viel quatschen, gucken. Ja, ja. Ja. Ist krass, Alter. Ist krass, auf jeden Fall. Fick Kopf, Bruder. Ich finde die zwei Stunden, die auch so erzählen, so die Flugrouten und so. Und ich gucke mir das so an so. Und ich schwöre, ich sage jetzt vor der Kamera, ich glaube das Ding dann in dem Augenblick. Ich bin so, ja, Alter. Und dann gibt es wieder. Ich bin aber auch so. Und dann gibt es welche, die sagen wieder, ey, ja, widerlegen das und so. Und dann denkst du so, Mann. Mann, was so Opfer wir sind. Ja, ja. Deswegen, also. Ja, das ist in der Natur des Menschen, glaube ich, da so nachzuforschen und sich das so reinzuziehen und zu gucken einfach so, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, das mit diesem Runde, also die runde Erde und flache Erde und so, das krass, fickt schon Kopf, Alter. Das ist richtig krass, Mann. Also was die da erzählen, Alter, das denke ich mir so. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwann dann einfach aufgehört, so. Ich hab mich letztens damit beschäftigt, ich hab mir so ein paar Dinger reingezogen, so. Und dann habe ich irgendwann ein Video abgebrochen, ich so, scheiß drauf, Digga. Und dann die ganze Nacht nur noch darüber nachgedacht. Wenn Leute aus meinem Umfeld mit mir darüber diskutieren, dann sag ich denen einfach nur, sag mir nicht, ich bin behindert, weil ich das angucke und es vielleicht manchmal glaube. Du bist behindert, dass du einfach das glaubst, was man dir in der Schule gesagt hat. Ja? Du weißt doch auch nichts. Doch, man weiß doch alles.
Ja, guck doch, hier ist doch ein Bild von der Erde. Du Behinderter, das haben die selber gesagt, dass es Photoshop ist. Ich will damit sagen, so, es gibt... Aber das ist eine gute Mentalität, Mann. Dieses Nachforschen, dieses ja. So, ey, ich will mir selber beweisen, so, ich glaube nicht einfach blind das, was andere genau, mir sagen. Genau, so. Genau. Und das ist so das, was ich so ein bisschen dann so, was mich so sauer macht, dass Leute so fahrlässig sind, so. Ja. Die chillen so drauf. So. Ja, ja, ja. Aber, was am Ende stimmt, Alter, und ob wir behindert sind und ob, keine Ahnung, Alter. Ja, wissen wir nicht. Alter, das ist schon Therapie, ja. YouTube ja, hat uns gefickt, Alter. Voll. Easy, Alter. Ich würde sagen, war ein entspannter Talk, Bruder. Ja. Eigentlich wollten wir nur eine Reaction drehen, aber haben wir jetzt, was haben wir? 1,5 Stunden gemütlich ein bisschen gequatscht. Guter roter Faden. Ja, Mann. Geil. Geil. Danke dir fürs Gespräch auf jeden Fall. Check die Box ab, check sein Album ab. 28.03. hast du gesagt, ne? 29. Jetzt habe ich dich gekriegt, ne? 29.03. Genau, ist ein Freitag. Ist ein Freitag. Colucci ist am Start. Ich guck grad was anderes, mir hat gerade jemand einen Link geschickt. Kapital. Ach so. Hä? Neues Video von Kapital hat mir Prinz Pi gerade geschickt. Teuer. Wann ist das rausgekommen? Jetzt gerade oder was? Ich glaube. Das ist das Handyvideo. Okay, ich muss eigentlich mal fragen, wann mir das schickt. Alles klar, Fellas. Das war's gewesen mit dem Video. Bionik dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Spontanes Ding hier mit Flissmeister. Yeah. Willst du noch was sagen? Die Erde ist eine Scheibe. Peace.